Endlich wieder seriöseste Unterhaltung und nicht so ein alberner Quatsch. Jetzt geht's hier weiter live mit Star Wars Jedi Fallen Order. Und was ist das? Simon Kretschmer geht in Rente. Und damit hallo und herzlich willkommen. Nach nunmehr über 16 Jahren im deutschen Fernsehen verabschiedet sich der allseits beliebte, kompetente und etwas weniger geskillte Spieler als ich, Simon Kretschmer, von der großen Bühne des Entertainments. Simon hat uns viele Jahre Freude bereitet, uns oft mit seinen cholerischen Ausbrüchen und mit seinem mangelnden Orientierungssinn für viel Heiterkeit gesorgt. Jetzt allerdings ist das vorbei. Simon Kretschmer hat im zarten Alter von 40 Jahren seinen Rücktritt aus der Fernsehwelt bekannt gegeben. Deswegen wird sein wesentlich besser aussehender Koop-Partner Nils heute diese Sendung so lange alleine machen, bis er seinen dummen Kretschmer-Arsch hier endlich mal herschleppt! Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß das nicht. Der meldet sich nicht. Ich habe überall angerufen, ich habe alle Tierheime abgeklappert schon. Der ist nicht aufzufinden. Und wir spielen natürlich jetzt trotzdem beide, aber der kommt gleich, weil der kommt immer zu spät, der feine Herr. So sind sie, die Kretschmas. Wir daddeln mal so ein bisschen alleine. Wir machen jetzt mal richtig Progress. Und wir looten. Vor allem, wir looten und scannen jetzt alles aus diesem Spiel raus. Wenn Simon nicht da ist, kann ich looten und scannen, so viel ich will. So, das machen, das nutzen wir schnell aus, bevor er wieder da ist. Ich habe euch gerade gar nicht da. Der Chat ist gar nicht da. Wieso seid ihr denn nicht da? Das gibt's doch nicht. Hi, bin ich noch zu sehen, ja. Ihr seid irgendwie nicht da, der Rechner ist ausgegangen. Na, jedenfalls habe ich dann Simon gesagt, wenn er. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen, hatte ich ihm geschrieben. Und wenn er dann jetzt der Meinung. Oh, Simon! Ja, hier. Kannst du direkt dich verkabeln und weiterspielen. Was, wieso? Ja, du bist, kannst doch jetzt hier. Ich habe letztes Mal aufgehört, wenn du willst, darfst du weiterspielen. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, dass du dran wärst. Also, du hast letztes Mal angefangen, aber ich habe letztes Mal aufgehört. Von daher suchst du dir gerne aus. Ja, lass mich kurz mal atmen. Die Treppen hier hoch. Du bist aber auch ein Weicher. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich zu spät bin. Ich muss aber auch sagen, dass in unserem internen Planungstool ein anderes Studio steht. Und ich war schon eine halbe Stunde saß ich in diesem Studio. Das macht's eigentlich lustig, dass ich da echt schon bereit saß. Mit Brötchen. Bereit oder breit? Oder beides? Bereit. Ich hatte zwar extra sogar ein Brötchen für dich mitgebracht. Ernsthaft? Das habe ich dann aber gegessen, weil ich mir dachte, weil ich mir dachte, na, wenn er zu spät kommt. Selber schuld. Ja. Also gut, so. Ja. Karma is a bitch. Sag mal, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Oh, hier ist der Chat, ne? Kann man, ja, das ist irgendwie, du musst dich ja mal. Ja, ich mach das. Kann man eigentlich diese, den kann man leider nicht. Die Neigung des Seils kann man nicht ändern. So, wir waren nämlich das letzte Mal hier und hier ging es nicht weiter, erinnerst du dich? Ja, weil das Seil zu hoch war. Hinten. Also zumindest kommen wir da nicht. Bist du da jetzt hingekommen? Nein. Nee. Das Seil war zu hoch und wir wussten nicht. Ne? Der Chat meinte damals, dass wir später hier hin müssen. Ja. Versuchen wir es. Und die haben es auch extra so gemacht, dass man nicht da während des an ist. Weil sonst hätte man nämlich Folgendes machen können. Man hätte ja versuchen können, irgendwie. Nein, geht auch nicht, na egal. Jedenfalls sind wir hier. Oh! Und. Diese Kabel sind so schön, ja, wenn du die so durchschneidest. Spaß, ja. Ah, dieser Moment, wenn es so tangelt nur noch. Und die wachsen ja immer nach. So, und auf der anderen Seite kamen wir nämlich auch nicht weiter. Das heißt, wir können ja auf diesem Planeten nichts mehr machen. Weil da waren wir ja, da ging es auch nicht. Das würde ja heißen, wir sind einfach nur kurz mit dem AT-AT hier rumgeritten, was übrigens sehr geil war. Ich habe noch darüber nachgedacht, wie toll das eigentlich war. Oder? In einem Film wäre das eine richtig schöne Sequenz gewesen. Ja. Also, man kann darüber streiten, ob man jetzt einmal komplett um den AT-AT hätte rumklettern müssen. Im Film wäre das sicher auch nicht gewesen, aber. Oder? Und dann rein und dann da durch und bam! Es hat mir mega Bock gemacht, im Nachhinein mir das nochmal so Revue passieren zu lassen. Um deine Frage zu beantworten, ich kann dir nicht helfen. Lass uns vielleicht einfach woanders hinfliegen. Was sagt der Chat? Es kann ja sein, dass wir noch nicht stark genug sind, um hier weiterzukommen. Ey, warte mal. Ihr kommt jetzt weiter, sagt der Chat. Echt? Und der hat immer recht. Wo kommen wir denn weiter? Jetzt bin ich mal gespannt. Hier oder was? Nee, wir werden es schon finden. Vielleicht. Ach, jetzt? Ah, okay, mal jetzt geht das. Ach was? Weil er jetzt überladen gelernt hat oder was? Ach, okay, eine neue Power. Sehr lächerlich.
Ja, ein Doppelsprung wäre da auch ausreichend. Ja. Den haben wir leider noch nicht. Okay, das ist ja echt faszinierend. Jetzt geht das. Na gut. Warum sehe ich hier Edes Kopf? Ist Ede im Chat? Nein. Was? Ede, wenn du im Chat bist, hi. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Der spielt doch lieber selbst. Wobei bei Dark Souls-esken Spielen kommt er ja dann doch gerne mal rum. Scan, scan. Ja, das stimmt. Er will natürlich, er guckt sich immer guten Skill an. Sehr gut. Na, er ist ein Skill-Liebhaber. Ja, auf jeden Fall. Ein Skill-Connoisseur. Er kann ihn auf jeden Fall sehr schätzen. Oh, Liane versus Nils. Knapp, aber gut. Nee, das ist doch schon sehr knapp. Oder drüben, sagt er. Ein Jedi springt immer nur so weit, wie er springen muss. Gerade so weit, wie er muss. Hey, hoi, hoi. Hallo Leute, da bin ich. Etwas Verspätung, Entschuldigung. Vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Aber der haut den Wookie. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Und tschüss. Mit dieser Waffe. Lachen Sie ab. Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Naja, aber wir machen das ja auch lieber alleine. Ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, ja. Also, und ihr steht einfach nur weiter so rum. Du mit deinen vier Augen. Weil, kann der besonders gut gucken oder was kann der? Weil er vier Augen hat? Ja, also was sehen vier Augen wirklich mehr als zwei, wenn die alle in dieselbe Richtung gucken? Ja, selbstverständlich. Wieso? Naja, weil die erfassen mehr Informationen und... Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich... Okay, die können sich auf verschiedene Fixpunkte konzentrieren, du hast recht. Aber sind vier in eine Richtung? Oh. Wir kommen darauf zurück. Das ist der Sprich. Und zwar jetzt. Vier in eine Richtung, sind die besser als einer vorne, eins hinten? Nein. Schwierig, ne? Da wird es nämlich dann eng. Das Problem ist nicht nur, dass die Augen sind ja nur sozusagen die Linse. Das Problem ist, das Gehirn muss aus diesen Informationen etwas berechnen können, was dir weiterhilft. So, und du musst halt damit dann noch umgehen können. Wenn dein Gehirn völlig verzweifelt an diesen unterschiedlichen Signalen, dann drehst du durch, wirst verrückt und stirbst an Wahnsinn. So. Hättest du lieber vier vorne oder eins vorne, eins hinten? Na, das Problem ist, wenn ich eins vorne habe. Als Nils jetzt. Darf ich zwei vorne, zwei hinten? Oder? Nee, du eins, das soll ja, es muss schon die Qual der Wahl sein. Du hast nur eines, ja, aber dafür halt in du hast ja mit einem kein räumliches Sehen mehr. Also ja. Dann würde ich lieber so wie es ist. Aber dafür kannst du den ganzen Raum sehen, verstehst du? Es ist wie das. Naja, ich. Möglich. Ich brauche keine Antwort. Sollen wir es melden? Das wäre gegen. Nee, ich nehme dann die vier nach vorne. Wenn es Probleme gibt, muss Ihr Trupp das melden. Vier vorne. Stimmt. Halten wir uns an die Regel. Jawohl. Das hab ich. Entschuldigung, wir wollten nicht reinquatschen. Das hat uns ein bisschen überfallen. Alter! Oh, das sieht so toll aus. Verstanden. Und dieses unnötige Wirbeln. Vorrücken, los! Vorsicht, geht in Deckung! Toll. Hoffentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Weich aus, ah. So viel du willst. Ich versuch's weiter. Das sah schon fast richtig skillig und Jedi-like-esk aus. Das ist schon wieder ein neuer? Gute Arbeit. Hatten wir nicht schon einen mit so einem komischen Schulterpad? Ja, aber ist das nicht einfach nur eine Klasse höher, sowas wie Lieutenant oder so? Ja. Nee, Offizier wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Boah, ich hab so keine Ahnung von militärischen Rängen. Alan. Ah, hier, ein schwarzer jetzt mit dir zu. Alter, das kannst du nicht machen! Ja, na klar, der hätte mich Black verraten! Droids matter! Nee, aber jetzt mal ernsthaft, warum? Der wäre vielleicht ein Freund noch geworden. Ich treffe ihn nicht! Alter, das tut mir richtig weh. War so lieb. Beeilung, packt ihn! Ja, sollte ein anderer abknallen lassen. Er ist getroffen, bringt es zu Ende!
Energie. Gleich haben wir ihn. Wolltest du es nochmal wissen? Gut. Nicht schlecht gemacht. Sollten wir sofort heilen. Was hilft mir vielleicht, BD1? Ja, sorry, aber der Black Droid, der wollte mich verpetzen. Hier ist alles schwarz, ne? Die haben mir echt Mühe gegeben, das Böse aussehen zu lassen. Ein Aufständischer! Ein Aufständischer? Verarschen? Wie viele Aufständische mit dem Jedi-Schwert kennst du? Oh! Schwer verwundet. Du hast keine Energie mehr, wirklich keine. Er ist getroffen! Jemand sollte ihn fangen! Ich sollte mich zurückziehen! Das ist Ankündigung. Der gehört mir! Er sieht ziemlich geschwächt aus. Vertraust du, dass du mich eliminierst? Alter! Aber ich hab doch geblockt. Ach, der, wahrscheinlich, weil du keine Energie mehr hattest. Das ich hatte keine Energie mehr, du, das ist ja doof. Ah. Schade. Ja, ich habe übrigens gelesen in den Comments, dass wir ein oder zwei Upgrades für unsere Medic hier Aufladung verpasst haben. Moment, Medic Aufladung? Ja, also wir können jetzt, oder? Ja, wir können jetzt zwei Medis Stim Packs sozusagen bekommen. Und da hätten wir mehr. Ja, es gibt so Kisten oder so, habe ich gelesen. Und damit darf man dann. Aber dann haben wir ja noch keine einzige davon entdeckt. Der Feind ist über uns. Oder ist schon. Nee, das machst du erstmal. Tödliches Tennis. Nils Bohmhoff. Gut gemacht. Ist cooler, wenn du dich zwischendurch nicht treffen lässt. Ich weiß, ich muss dann immer einmal. Ich muss zack und dann zack. Und das, da ist Timing sehr wichtig. Schade, weil dadurch wirkt es auch immer dann ein bisschen uncool. Wenn man da so eigentlich. Wenn man es richtig spielt, so dass man nicht getroffen wird, wirkt es fast uncool. Ja, alles klar. Bleibt an ihm dran. Vorrücken, los. Bleibt ruhig und passt auf euch auf. Christopher Ramft schreibt, orangene Kisten sind das für Stims. Also halten wir mal ein bisschen die Augen auf. Oh. Schon wieder. Schieße ich wenigstens einigermaßen in seine Richtung? Ich wusste, dass es so enden würde. Und der Droid, der ist er. Guck mal, er bereut. Der Droid, der bereut. Na gut, dann lass ich ihn diesmal leben, ja? Ja, weil doch einfach nur, guck mal, er schaut sogar in die andere Gegend. Er hat nichts gesehen, offensichtlich. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts aufgezeichnet. Nein, kein Pardon. Oh, nein! Oh, ja, Endgegner-Time. Dafür bin ich ausgebildet. Ja, okay, das ist cool für dich, dann zeig, was du kannst. Stirb wie die anderen. Ja, immer nur einen kannst du, glaube ich, anbringen. Ah, rot. Rot gleich tot. Ich wusste nicht, dass der auch einen roten hat, da habe ich zu spät drauf reagiert. Da war ich ein bisschen arrogant. Wieso habe ich nicht geheilt? Ich habe es nicht gesehen, dass ich in Not war. Das ist aber schon okay, finde ich. Nee, er hätte sagen sollen, ich bin in Not, hätte ich mich geheilt. Ja, ich will ja, aber ich weiß ja, dass du siehst. Ich will ja auch. Gerade habe ich es nicht. Es ist mehr, dass ich nicht anders kann, als dir zu helfen. Die meiste Zeit. Da war ich in Not. Geronimo! Geronimo's Cadillac. Hier ist gar niemand mehr, auf den ich raufjumpen kann. Das ist ein bisschen lame. Dieser geile Moment von vorhin ist da nicht so hinfällig. Die haben halt auch gelernt. Wahrscheinlich, weil du den Dialog nicht zu Ende gehört hast. Vielleicht laufen sie währenddessen. Das ist dann die Belohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich der Gedanke dahinter ist, dir beizubringen, die Gespräche anzuhören, indem du danach eine bessere Situation hast, anzugreifen als vorher. Jetzt mach sie aber mal. Komm, one hit. Ich treffe ihn nicht. Schlong. Der Kerl hat eine gute Schwarz. Zwei auf einmal. Nochmal in der Ecke gleich. Ja. Wir werden dich verfolgen.
verfolgen. Wir werden dich verfolgen, sagt er da. Jupiel sagt, wir sollen auf der Karte noch mal gucken. Gelbe Bereiche sind eben zum Erkunden. So, Nils, ich glaube an dich. Okay. Komm. Du entkommst uns nicht. Das war gar nichts. Gut. Du bist erledigt. Ich mache ihn fertig. Gut. Scheunenmensch. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, bewege dich. Energiestab, Auslöschungstruppler. Los! Was? Ja, ist ja gut, ich komme. Wer macht das auch? Offensichtlich. Nee, will keiner. Geht's doch, ja, da ist ein Gelber. Da unten, ah. Wieder mal durchschlawenzeln. Wir haben gar nicht geguckt, ob da auf der anderen Seite noch was ist, aber ist egal. Machen wir gleich nochmal. Eng, was, Billy? Flammenkäfer, sie kommt durch die Wände! Auf ihr Nest! Ja. Warte ich doch erstmal, dass die sich da mit denen auseinandersetzen. Feind über uns! Wir haben doch irgendwie die Sturmtruppen mehr mit Schädlingsbekämpfung zu tun als mit echten Kämpfen. Bleib standhaft! Ja. Schalten wir ihn aus! Oh, Flammi! Hey! Bereite weiteren Angriff vor! Holt euch das Ziel! Hey, du! Halt! Bleib zurück, ich schaff das. Schön, ja. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Sorry. Das gehört mir, ist quasi unschlagbar. Weil er versucht's weiter, Nils. Was willst du machen gegen Weiterversuch, Mann? Ich versuch's weiter. Retika, der hat sehr viel Geduld. Das ist ja so geil. Ist das wirklich unschleifendig komisch? Sorry, das war jetzt das zweite Mal hintereinander schon. Es ist halt echt ein bisschen lustig. Ich versuch's weiter. Okay, das hat na gut, ich gebe mir beim nächsten Mal mehr Mühe. Aber warte mal, bevor ich da hochgehe, wollte ich einmal was checken. Und zwar, das sieht mir doch so aus, als wenn ich hier durch könnte, theoretisch, wenn ich das anhalte, oder? Ja, da ist aber kein Meer. Da ist eine Wand hinter mir, ja, okay. Obwohl, ja. Na, wir können mal auf die Karte gucken, da wird das ja. Doch, irgendwas kannst du damit machen. Verfügbar. Gucken erstmal. Okay, das ist echt strange. Was ist hier? Ich steck doch durch. Nee, ich kann es auch nicht. Nee. Keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie sicher manipulierbar. Vielleicht, wenn du hochkletterst, ist oben noch was. Oh, guck mal. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Ja, mach mal. Okay. Oh, riesige Kreissäge. Der fräst sich da durch. Boah, das ist ja sensationell. Guck dir das an! Ja, ich bin völlig fasziniert, das ist voll geil. Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Geil. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja, das ist sensationell. Mal hier, da kann ich hochklettern, aber. Das hätte ich jetzt gerne ein bisschen länger gesehen. Ja. Ist jetzt, war zu kurz. Ja. Wurde zu wenig gesägt. Es gibt bei Luigi's Mansion 3 jetzt auch eine Kettensäge. Echt? Ja, also ist auch so ähnlich wie hier, so halt nur so eine Handarbeitersäge. Aber du kannst den ganzen Raum damit zersägen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, der Chat sagt es auch gerade, wie bei Luigi's Mansion. Exakt. Irgendwie Sägentag. Heute ist Internationaler Männertag übrigens.
Heute ist Männertag. Habe ich irgendwo gelesen, ja. Oh, 2 Punkte. Wir können uns ein fettes Ding holen. Ja, weil wir mega geil sind. Fettfähigkeit. Fettigkeit. So. Also, was gibt's denn hier noch alles? Karls maximale Macht erhöht sich. Hältst du verlangsamen, kann Karl alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Auch nicht schlecht. Erhöht die Distanz, die kann mit einer Sprintattacke zurückgehen. Oder Luft im schnellen Ausweichmanöver anführt er eine schnelle Trittattacke aus. Bevor du einen Angriff auslöst, nachdem Kerl sich nicht viel geschwungen hat. Achso. Ja. Über Kopfhieb? Achso, das ist wie dieses Doppel-Ichi-Mochi. Ja, musste ich auch dran denken. Das ist auch sehr geil. Guck mal, wir bekommen mehr Leben durch die Stims. Ja, das sollten wir machen. Und die maximale Gesundheit erhöht sich. Dann lass es beide auf Gesundheit gehen, oder? Ja. Finde ich auch. Ich finde, diese Zweier sind nicht so toll. Die klingen nicht so toll, dass sie das wert sind. Ja, okay. Das ist eher Kosmetik für später. Ja. Also, das wollen wir. Und ja, maximales Leben erhöht. Ich freue mich. Und das hier. Fähigkeit. Zusätzliches Leben. Ah, sehr schön. Mehr Leben ist immer geil. Ich will leben! Weil da kann ich nicht. Das ist alles, was ich kann. Das war ein guter Jingle einfach. Immer wenn man stirbt, kommt dieses Ich will leben! Oh ja, die kämpfen schon mal gegen eine Freundin. Guck mal, gegen die Freundin. Ja, wie Flappy Eddie, wie bei Flappy Eddie, wo immer am Ende auch. Ja. Ich hasse dieses Spiel, Conny. Ich guck, was ja, lass die mal, an, ne? Auf jeden Fall. Und geh bitte nicht so nah ran. Ich fänd's gut, wenn du es durchspielen würdest, ohne eine einzige Spinne zu sehen. Okay, gib mir Mühe. Oh, ich meine, die sind schon relativ alien-esque, aber diese Beine. Oh, ganz ehrlich, die Augen, ich kann das nicht spielen, ohne Scheiß. Das wird mir alles, diese neue Grafik wird mir zu heftig. Sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass keiner von denen überlebt? Jetzt muss ich mich mit beiden hier rumschlagen. Muss ich mal ernst sein. Na, der eine oben wird überleben. Ja, der schießt vereinzelt noch. Piu. Okay, jetzt muss ich mich mit denen auseinandersetzen. Hey, Simon und Nils, ihr solltet den ersten Planeten nochmal untersuchen. Da gibt es ein recht nützliches Upgrade, schreibt Felix Reuter. Ja. Das könnten wir echt mal, ne? Ein bisschen backtracken und gucken. Ja, komm! Ja, spalte den Tank! Ah, Gott, Nils. Ah, und vor allem, ich gucke auf den anderen Bildschirm. Das ist auch nochmal eine Spinne. Ich gucke den Chat. Und den dahin auch gebumst. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. So. Einfach mal beide Spinnen mal kurz geräuchert. Danke. Und sind die aufgeplatzt? Oder wie sind die gestorben? Beschreibe ihren Tod. War er qualvoll? Haben sie damit was kochen? War sie ihnen am Ende einfach. Mit den Spinnis? Ja, haben sie sich geschämt dafür, dass sie Spinnen sind am Ende? Hast du gemerkt, dass es ihnen. Nee? Sie haben sich mit meinem Lichtschwert tapfer entgegengestellt. Was gefunden, BD1? Und sind gestorben, wie sich das gehört. Sie haben gelitten, oder? Ja, sicher gelitten. Ich habe sie ein bisschen leiden lassen. Ich habe ihnen zwischendurch das Gefühl gegeben, sie könnten es vielleicht überleben. Da waren sie eine Sekunde lang euphorisiert und dann haben sie festgestellt, nope, er ist zu stark für uns. Ja, ganz kurz hier mal reinlinsen. Ach was. Ich hätte übrigens mehr Urwald erwartet in diesem, auf Kashyyyk, also in dem Level an sich. Ich dachte, dass man mehr so von in den Wookiee-Wäldern oben, ne, rumrennt. Ja. Es ist okay, ich wollte jetzt nicht, es kann meckern. Es ist nur 4 Minuten auf. Ich laufe nochmal einmal zurück. Hoffentlich geht das. Ja. Und zwar, hier, guck mal. Haha! Das ist, Alter, das ist sowas von Hier ist es Harry Potter. All over again. Part 4. Oh, so. Oh, die Spinnenhöhle. Albino! Bonanza! Alles klar! Werf mal her! Hat die extra Augen? Sieht aus, als hätte die eine extra Reihe Augen. Oh, das ist wirklich ein ganz schlimmer Level für mich, ey. Jetzt
alle. Sind noch zwei. Ja. Oh. Oh. Nils, ich danke dir. Alles gut, ich bin super geskillt. Albino Witchrock besiegt. Ich habe eh schon Kopfschmerzen. Ich bin schon mit Kopfschmerzen hergekommen. Das aber macht mich richtig, richtig wuschig, ey. Ja, naja, ich kann es nicht ändern. Guck mal, die Haare auch. Gehen die zum Friseur? Wie sieht so ein Friseur aus? Ein bisschen was am Tank wegnehmen. Warum haben die überhaupt Haare da hinten? Das ist doch... Ja, im Chat fragen sie nach der Schwierigkeit. Wir spielen die dritte von vier Schwierigkeiten. Hab vergessen, wie die heißt. Meister. Die fünfte von vier. Eine mehr, aber wir haben eine dazu gemacht noch. Wir haben eine schwerer, wir haben die vierte kombiniert. Es tut mir leid, ich habe wieder reingelabert. Ich bin furchtbar heute. Wir haben die vierte kombiniert nochmal mit dem zweiten. Also sechs. Imperiale Sturmtruppen wurden entsandt, um Angriffe der örtlichen Tierwelt abzuwehren. Allerdings werden sie den Heavy Metal nicht gewachsen. Ja. Diese Zusatzinfos, ne, die sagen uns wirklich nichts, was wir nicht schon wissen. Oh, okay. Also, was war drin? Ich weiß genau, was ich irgendwas mache. Ich hab einfach schon. Es ist aber furchtbar. Ich trotzdem Angst gehabt, dass du jetzt irgendwas machst. So. Ah. Okay. Das Geist Bulli hat ja auch so eine Angst. Ja. Und früher, ja, weiß nicht, früher haben wir uns immer diese Spinne, die hat so eine Spinne, die haben wir uns immer hin und her geworfen. Und immer, wenn es nicht erwartet, das kam die Spinne plötzlich. Ah, irgendwann ist sie verschwunden. Das ist eine dieser Richtungen. Okay, ich muss mal ganz kurz durchs Bild gehen, sorry, weil hier der Vorhang vor unserem Bildschirm ist. Moment, Ende in 17 Minuten? Spinnt ernsthaft? Nein, wir haben... Hier steht Ende, das kann doch nicht sein. Nein, alles gut. Weil... Ganz lange Zeit heute. Das denke ich doch auch. Noch Zeit bis 20 Uhr. So, aber da, genau, ach so, da war das, wo wir durchgekommen sind. Guck mal, jetzt haben wir die gelben hier Sachen ja auch gemacht. Und hier hinten gab es noch nichts Gelbes. Okay, das heißt, wir haben noch nichts übersehen. Das ist schön. Da ist irgendwas Geiles. Da machen wir hin. Sehr schön, Simone. So. Ja, macht. Man sieht ganz gut, finde ich, wie souverän du das schon machst. Dass die Kröte war nur ein bedauernswerter Einzelfall. Ja, da. Ja, da oh laut Karte da lang. Ja. Gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch ein gekaperter Cutter. Meld aktiven Cutter auf Zellenblock. Benötigen Sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Der Jedi ist hier. Wo ist euch das Ziel? Haltet ihn auf Distanz! Ich komme durch! Schießen ist immer eine schlechte Idee, meine Freunde. Haben die nicht sowas wie YouTube, wo sie dann die Videos sehen? Von Leuten, die vorher erleben? Nach Pro gucken sie sich das an. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die so, weißt du, und oh, guck mal, was er da macht und so. Ja, ja. Also merkt euch, nicht schießen! das ist du hast geschossen, Fred! Okay, dem traue ich hier nicht. Das ist, jetzt kommt wieder so ein scheiß Uncharted-Moment, ey. Ah, nee, das ist der Bohrer. Okay, fuck. Aber nur da durch, oder? Dachte ich. Durchspringen? Ja. Ja, oh, ich denke, das ist... Ah ja, okay, ja, okay, das ist recht. Das war schon zu einfach. Ja. Sei denn, man macht es sich künstlich schwer. Ich wusste es. Ich wollte es nur mal probieren, ob es ja, so, so geht das. Ob es tatsächlich... Nein. Ob ich da jetzt sterbe. Ich wollte nur mal sehen, ob ich sterbe. Fast beim Gefängnis. Imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst. Ach so. Das war jetzt aber auch nötig. Guck mal, wir haben schon einen Fertigkeitenpunkt. Spinnen bringen viele Fertigkeiten. Ja, offensichtlich echt. So, was haben wir jetzt hier Geiles? Irgendwas noch mit. Das verblendet automatisch, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeit nutzt. Das ist geil. Da kannst du nämlich so, weißt du? Ja, Naruto-mäßig. Laufen, ne? Nee, eben nicht. Du brauchst ja ein Schwert vorne. Aber du kannst halt Naruto, halb Naruto, kannst du nach vorne rennen. Ja. Oder die maximale schön. Macht. Wollen wir, sind wir bereit für die maximale Macht? Nee, ich bin immer bereit für die maximale Macht. Bist du bereit für die maximale Macht? Ja, komm. Hau rein. Maximale Macht. Warum braucht maximale Macht nur einen Punkt?
Ich weiß nicht. Aber ein spezieller Move braucht zwei. Naja. Hauptsache maximale Macht. Das finde ich auch. So, okay. Da ja, müssen macht wir lang. Das richtiger sagt auch. Ja. Kerenos Frost. Diese Namen. Da hinten geht's weiter. Wie komme ich denn? Achso, da muss ich überbalancieren. La Balance. Das Schmaus. Das ist schon wieder so ein. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung im Rückzug. Gut. Sir, je weniger Ablenkungen, desto besser. Die Pause ist vorbei. Der Tod sagt. Okay. Oh, das sind viele auf einmal. Da sind viele. Und gibt es kein Entkommen. Oh, okay. Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Ich wusste gar nicht, dass die Jedi auf Feigheit leer. Erlebe die Stärke des Imperiums. Du kannst uns nicht alle besiegen. Du wirst fallen. Seht euch das an. Das könnte eine Falle sein. Wir werden alle Verräter auslöschen. Ich darf nicht scheitern. Sterb wie die anderen. Vorwärts. Bleib zurück, ich schaff das. Du bist nicht gut. Ja. Ich werde nicht zurückstecken. Der gehört mir. Stimmt's, werden dich nicht retten. Wie eine Schnecke. Mein Schicksal ist besiegelt. Gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt wäre ein guter Moment gewesen. Hör auf, dich zu wehren. Zack. Geviertelt. Feind geviertelt. Der Viertelfeind. Okay, okay, okay. Also, sie reden mir ein bisschen zu viel. Ja. Ich bin mir nicht sicher, war das vorher auch schon so, nur weil jetzt so viele auf einmal da sind. Das Ding hier braucht Strom. Aber gut, kann man jetzt, ist jetzt auch keine wirkliche Kritik. Naja, aber also. Das macht es manchmal ein bisschen comichaft irgendwie. Nicht exakt, ich finde, das ist halt teilweise echt, grenzt das so ein bisschen an Albernheit. Ja, ich wollte also, nicht sagen, aber. Ja, es ist ja so, also die Dialoge so, ich werde es weiter versuchen und so, das ist warum. Das Spiel ist eigentlich so geil und es hat auch eine gewisse Düsternis. Es reicht doch, wenn die grunzen und schreien oder mal. Ne, einmal vielleicht wütend werden ja. Oder so, aber noch nicht jeder ja. Hat irgendwie seinen. Ja, so reden. Er redet ja auch nicht die ganze Zeit. Ist, ja, ja. Naja, schon. Aber das Spiel selbst ist schon wirklich gut, aber das ist ein bisschen overdone. Das müssen wir noch von der anderen Seite mit der pushen. Da komme ich auch von hier nicht rüber, glaube ich. Das ist nicht so gedacht. Da war ein Schalter, schreibt. Hm? Ayo Jung. Das rote Ding da, das ist doch geblockt. Weiß nicht, ob das, nee, ich weiß noch nicht, ich da wiederhole nur, was ich lese. Warte mal, hä? Da ist doch ein Runerkunde. Was ist denn das Gelbe hier noch? Da war ich doch gerade. Nee, guck mal, da so ein Rohr geht davon ab. Okay, dann guck ich erstmal da nochmal. Ich dachte, ich hätte das... Ah ja, okay, hier tatsächlich, ja. Für alle, die jetzt Shenmue spielen wollen, wartet doch noch. Wartet noch bis zum Wochenende. Denn dann gibt's Gregor und mich mit einem langen Wochenende von 8, von 12 bis 8 die ganze Nacht. Nein, nur von 12 bis 8. Gregor zur Nacht. Wird durchgemacht. Von 12 bis 8. Samstag und Sonntag, also bitte. Was ist das denn jetzt? Da könnt ihr mit uns zusammenspielen, Gabelstapler fahren, all das. Wochenende mit Bart. So. Was ist hier los? Ich will den hauen. Ey, das ist ein Schneckenwitter. Das ist ja die genialste Erfindung. Nils, das muss dir doch gefallen. Wirf ihn her! Louis?
Geil, den Schneckenwitter. Oder? Nils? Den Schneckenwitter? Ich seh's mir an. Ein Sleek! Das ist vorne sogar noch Augen dran. Das ist ja fantastisch. Ey, ohne Scheiß, mein Nummer 1 Tier aus der Star Wars Welt ab jetzt. Ich will, dass der Präsident Sleek. Universum. Ich weiß, was ist der Slogan des Präsidenten Sleek? Nie wieder Krieg? Nee. Nie wieder Sleek? Ja, so ähnlich. Ich will es jetzt nicht bringen, weil es nicht so direkt ist. Aber, oh, okay, nee, dann will ich es nicht wissen. Okay, jetzt geht hier in zwei Richtungen weiter. Ja, erstmal diese hier. Also an mir liegt es nicht. Oh, es ist so ein. Als, ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, so ein Politiker, ist ein richtig schleimiger. Mhm. Okay, ist wieder Rutschpartie angesagt, bevor wir das machen. Gucken wir mal nochmal in die andere Richtung. Ja, sehr gut. Alte Dorn. Den hast du schon gegeben, den Wurzeln. Wo war denn mal jetzt der andere? Ah, direkt auf der anderen Seite. Nee, hä? Warte mal, hier kamen wir doch gerade hoch. Bin ich dumm? Jetzt direkt links. Nee. Hier. Hm. Du bist auf dem richtigen Weg. Nicht so wirklich. Ach so, wieso? Kannst du gar nicht weiter tun. Nee, oder? Hier ist Feierabend, oder? Das sah auf der Karte irgendwie so aus, als ob du. Ah, hier doch, warte, ja, hier ist doch so ein Mini. Mini-Weg. Ja, und da wieder sind wieder so hängig. Ja, da waren wir doch, ja, aber da willst du doch hin, dachte ich. Mhm. Einmal durch. Oh. Da geht's rüber. Das ist gut. Da geht's. Kannst du da auch runter, ne? Es könnte zu weit da sein. Da sind so Typis. Da ist auch wieder irgendwas Rotes. Können wir noch nicht, oder? Das ist der Weg in die Schattenlande? Es muss doch einen Übergang geben. Guck mal, dieser Vogel da hinten. Ja, da kann ich den ganzen Wald absuchen. Gehen wir zurück zu Saw. Hast du gesehen? Dieses komische Fledermaus? Vieh? Leider gerade nicht, nein. Ich war abgelenkt, weil im Chat darüber geredet wird, dass. Ja, das ist ja wirklich spannend, ne? In anderthalb Stunden wird über die ganzen neuen Steam Valve-Ankündigungen geredet. Also hier komm ich ja nicht hoch, ne? Half-Life Alyx und vielleicht auch was zu Portal. Ich bin sehr gespannt. Aber wir werden hier sitzen. Wir werden das knallhart später uns angucken. Ich informiere mich einfach dann nur noch über die Memes. Oh, oh yes! Geil. Geil. Okay. Guck mal, hier kann ich das wahrscheinlich rüberbumsen. Yes. Okay, das hat sich doch mega gelohnt. Okay, das ist auch nichts mehr Gelbes. Und dann wieder zurück, da wieder durch. Ja, Chat, gerne könnt ihr ein bisschen die Konferenz hier uns textlich übertragen. Da kamen wir her. Könnte ich safen, das mache ich natürlich jetzt nicht. Das Ding funktioniert immer noch nicht. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Kurze Frage von Sheep ist. Siehst du, so sagt man wenig. Ja. Das war jetzt nur ein Ding. Ja, was mit dem Beanstalk ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es. Sheep ist Epic. Oh, ach, ich geb's auf. Okay. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht gestattet. Oh, ja, noch wieder ein Endgegner. Lecco mio, ich hab keine Stims und nix, ey. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen.
trivialer Gegner. Hören Sie auf, andere abzuwehren. Der gefällt mir. Oh, das ging zu schnell mit Shit. Den Hören Sie auf, Angriffe abzuwehren. Oh, das ist keine Energie mehr. Shit. Oh! Dann wurde der rot, ey! Das war's. Oder? Ja. Hab ich noch einen Zipfel? Nee. Nee, leider nicht. Oh, Shit-O-Mart. Das war jetzt aber gemein. Weil er wurde so schnell rot und ich wollte auf seinen Schlag reagieren und dann wurde er rot. Du hast ihn doch gut gemacht, aber ja, einmal, zweimal darfst du locker sterben. Die Sprüche fand ich jetzt wieder lustig, aber ja. Es geht auch schon, wie gesagt, wieder ins Alberne. Ah, shit, ey. Ja, die Frage war vorhin, warum wir keinen Dienstag haben im Moment. Weil wir gerade aktuell zu wenig Leute haben für den Dienstag. Aber der Dienstag wird zurückkehren, soweit ich das sehe. Also ist nichts abgesetzt oder irgendwas. Jedi, Information. Bin dabei. Ja, soll ich ein anderer abknallen lassen? Inkompetent. Oh, weg. Scanner ist ausgefallen. Da was? Unbedeutend. Aber ich kann ihn gar nicht mehr spielen. Nicht vorhergesehen. Unproduktiver Humanoid. Diese lame-ass Insults. Wer hat ihm das beigebracht? Es ist der Jedi, holt ihn euch! Vielleicht sind die an. War weg! Ich muss ihn ja auch nicht blocken, aber nur ausdashen, wegdashen. Er macht selten mehr als ein oder zwei Angriffe hintereinander. Großen Schaden verursacht. Sie wehren sich immer noch unklug. Ja, was wäre denn klug? Sich für die ermorden lassen. Hast du schön gemacht. Ja. Sicherheitsdroide. Okay. Dann darf ich jetzt bitte fort. Ist jetzt, weil weg ist viel sicherer. Er hat seinen Job, also. Da dürfen sie alle raus. Alle mit ihren Halsbändern. Diese klassischen Halsbänder, die es in Sci-Fi-Filmen immer gibt. So, die haben jetzt Chlamydien. Und alles andere auch. Läuse. Wer will ein paar Ärzte kämpfen? Ja, ihr habt keine Waffen. Wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Ihre Fresse. Also, es waren jetzt 5 Wookies, Mann. 5! Ja. Das sind allein bei dem Kampf, als wir angekommen sind, haben wir mehr zertrampelt, aus Versehen. Ja, das stimmt. Das stimmt, oder? Ja. Als ob jeder weiß, dass es da Collateral Damage gab. Die waren nur happy, uns zu sehen, weil wir in dem AT-AT kamen. Aber eigentlich. Was denn? Ich habe hier mit so einem goldenen Stumpen interagiert und habe Leben und ich glaube auch einen Dingspunkt bekommen. Power of Stump. Sie will mit wir dir reden. Müssen Saw treffen. Ich habe ein richtiges Star Wars Namen. Marie Kosan. Ich komme nicht durch. So, das mache ich hier noch für dich, Simon. Ah, ne, warte mal. Lass mal kurz gucken. Ah ja, da. Bevor wir da. Obwohl, was ist denn der gedachte Weg? Weil da ist ein Seil. Oh, da können wir noch über die andere Seite den Schwingschwung noch machen. Ja, aber waren wir da nicht schon? Nee, oder? Schauen wir nicht. Da ist noch ein Machtkreis, die Tür ist zu. Also wenn wir es auf der Karte haben, ja, haben wir es ja schon erreicht. Ja, aber guck mal, ich meine nur, da sind die komischen Seile da. Da sieht man es da. Ja, aber könnte, so rüber, ich würde dann eher sagen, dass du die von der anderen Seite brauchst. Ja, wahrscheinlich. Kommst du von hier? Guck doch mal, ob du rankommst. Also. Ne, das ist mir zu gefährlich, das geht nicht. Stattdessen gehen wir da lang, da geht nämlich auch der Weg weiter und dann werden wir gleich auch mal mit diesen kleinen, süßen Leuten reden. Also das passiert aber erst nach einer klitzekleinen Unterbrechung und dann ist auch Padwechsel. Ich hoffe, du hast deine Augen schon gewöhnt an dieses unsagbare Tempo und gleich wirst du übernehmen. Ich freue mich sehr darauf, was du machst. Nach der Werbung geht es dann hier weiter. Hello again. Wir sagen einfach Hello again bei Star Wars Jedi Fallen Order und wir haben uns gerade überlegt, wir probieren das mal, ne? Mit dem Schwingschwung. Ja, mach ich. Mal gucken, was passiert. Einfach, wir wollen einfach mal kurz gucken. Ausrichten. Der Kopf dient mir als
Kompass. Und dann da auf die Seite schwingen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das könnte klappen. Und dann direkt nach rechts. Oh, knapp, aber gut. Und dann darüber. Ja, das scheint... Oh, eine Werkbank. Upgrades. Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Montage? Montage, Montage. Du verschiedene, weißt du, so, er kommt so raus aus der Umkleidekabine, hat neue Klamotten und er so, no, 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 das steht dir überhaupt nicht. Der kann jetzt im Kampf eingreifen oder was? Stand da gerade Nahkampf? Also, hilft er uns jetzt? Ist das richtig? Hacken Sicherheitsdroide. Hier geht's gut. Ach so. Kann ich denn vielleicht jetzt am Lichtschwert noch irgendwas Interessantes machen? Nicht einfach nur hier Kram austauschen. Hacke Sicherheitsdroiden, solange sie betäubt sind. Nee, ne? Haben wir einzige Element, was uns noch fehlt, ist halt echt das, wo es so zerschreddert ist. Ich nehme mal Grün. Sie ist ja grün. Ja. Wie die Augen meines Druiden. Okay, die müssen wir aber nicht gehen, oder? Weil wir, ist ja nur eine Abkürzung. Wir auf wollen der ja Karte. Da unten ist nämlich auch wieder so ein Erfrischungsgetränk. So ein Kreisel. Ja. Ja. So. Da waren wir ja schon. Ja. Also, okay, das ist jetzt eine gute Abkürzung. Wir wollen ja aber eigentlich hier lang? Ganz genau. Ja? Ja. Okay. Geht's vielleicht von hier ja, auf? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt eigentlich gehen, ja, ne? Definitiv. Ja, super. Dann hier klettern, ne? Klettern, springen. Ja. Okay. Und mit denen reden vielleicht noch? War da nicht aber wir haben schon, aber die sagen nicht viel. Der hier hat geknurrt. Er hier haut die ganze Zeit schon auf die Wand. Das ist nicht. So funktioniert das nicht. Naja. Ich bin ja kein Techniker, was weiß ich. So, jetzt. Oder da. Oh, richtig Öl tropft da runter. Das ist mal eine Umweltverschmutzung. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sind zumindest keine Spinnen zu erwarten. Es ist nicht weit. Links rüber über die Wand und dann mit X auf ihn raufspringen. Ja. Naja, ich. Aber. Ich habe überlegt, wo ich dann weiter. Ich renne einfach geradeaus weiter. Hab nicht hingehauen, aber war auch cool okay. Aus. Ah ja, stimmt. L1, ja? Ja. So, okay. Jetzt machen wir beide. Zack. Geil. Okay, komm. Greif an. Nein. Hafen. Zack. Ja. Vor. Ich hätte gerne diesen Tritt, den wir irgendwann ja aufleveln müssen. Ja. Das war jetzt fast zu wenig. Zu wenig Action. Ich glaube, da wird noch mehr Action kommen. Schau jetzt an, wunderbar. Ich sollte Kameramann werden. An dir ist wirklich ein Kameramann verloren gegangen. Zeig mir, wenn das Böse in den Augen sieht. Man kann es jetzt schon sehen. Für einen Frame würde ich die Augen rot machen, dass man fragt, war das gerade? In der Seele. Ja, man kann in Seele sehen. Ja. Komm wieder her. Ach, das finde ich eigentlich auch unnötig. Das sind kleine Kritikpunkte, ne? Aber dass er nach dem dritten Mal nicht spätestens gecheckt hat, dass er da was für ihn rauslootet und ihn immer ankackt. Komm wieder her, was machst du da? Nee, der hat keine Geduld, ich kann das verstehen. Ja, ich finde es ein bisschen. Ich dachte, das wäre ein Eingang, ein Loch oder so. Ja, und jetzt? Hauen, hacken. Auf die Karte gucken. Ja, ich probiere gerade alles durch. Für deine Antwort ist immer Karte, ne? Das Karte, der Karte. Okay, dadurch das Grüne, also wenn ich hochfahre wieder. Würde ich jetzt sagen, da war was Grünes. Komm, wir probieren es mal. Will nicht unter den Poncho gucken. Draußen. Da ist auch noch eine gelbe Tür. Hast du sie gesehen? Ach, verdammt, das haben wir irgendwie. Oh. Achso, das kannst du dann. Aber was ist dadurch passiert? Die Dreh, dieses. Ja, genau, Ding? Du kannst jetzt wahrscheinlich rechts und links noch lang. Ja, Mann, nicht so, sondern da kamst du hier her. Ja. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ah, okay, ich dachte, es geht automatisch immer in die Ecken. Och, komm, das muss reichen. Sicher? Nee. Ja, okay, dann müssen wir halt. Aber Moment, ich kann ihn ja auch nicht befehligen, während ich da drauf stehe oder so. Ich muss ja wirklich ziemlich genau die Mitte treffen. Ja, oder? Nee, warte, lass es mal an.
Oder? Ach, das reicht. Dann gehe ich da einfach schnell. Ja, und jetzt kannst du es verlangsamen und dann. Ach, Simon, ey. Ich wäre beinahe geschwungen. Das sieht aus, als könnte man da hochklettern. Ach, das geht auch nicht. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Dann gucken wir gleich mal. Erstmal auf der Karte. Oh, hier siehst du das da oben an der Wand? Da oben ist das Loch, sieht man ja auch. Kann ich hin, ja. Du musst halt darüber und dann kannst du darüber hängen. Du musst auf die linke Seite. Lass mich kurz mal gucken. Kannst du in der Mitte zwischen den beiden, ja, genau, falsch stehen. Oh, da kannst du auch nochmal hin. Ja. Ah, das hat nicht hingehauen. Ist da links noch was auf dem anderen Ding? Nee. Das ist eine Kiste noch. Da komme ich nicht hin. Gibt's ein. Ach, da, das da hinten meinst du, den Pinöpel? Ja, das ist noch eine Kiste. Und dann, nee, du musst natürlich gleich, musst du links lang. Ich weiß, aber du meinst jetzt auch. Genau, da hinten ist noch eine Kiste. Glaubst du, das geht, wenn ich jetzt. Stimmt. Ah. Oh. Aber der Weg ist doch an sich richtig, den ich da gerade. Oder was mache ich hier irgendwas grundlegend falsch? Von einem. Du musst es auf der Schräge stoppen. Auf so einer Schrägen. Das ist jetzt Moment. Aber guck. Ja, oder du. Es reicht halt dann nicht. Du kannst vielleicht auch einfach von der anderen Seite darüber. Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt das dafür braucht. Oh. Von da dann drüber. Also, ich mach's mal mit Rennen. Weil wir haben noch keinen Doppelsprung. Nee. Heil dich mal. Ich brauch wirklich einen Stim. Ich brauch wirklich einen Stim. Was sagt ihr? Dazu braucht ihr den Jedi-Salto. Ach so. Okay, gut. Rechts über das Rohr. Gut. Also ihr nehmt. Ich, rechts über das Rohr ist da. Das Rohr gemeint. Ja, da musst du rechts gehen. Ey Nils, ich. Jetzt ist mir unangenehm zu fragen, aber wie komme ich denn jetzt darüber? Ich glaube, das war. Ja, ich will ihn in der Mitte so lassen einfach. Dass er in der Mitte ist, so. Ja, aber ich siehst du, das reicht nicht. Warte, ich sag stopp. Dass der Bach bei Pinöppel zwischen den beiden, ja, ne? Ja. Ach, natürlich. Ja, das ist viel besser. Das ist viel besser, Nils, als meine dumme Idee. Oh Gott, ich schäme mich ein bisschen. Ja, nein! Ein bisschen weiter muss noch, ja. Es ist das schwerste Rätsel, was es je gab in einem. So, zack. Perfekt, Mann. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt aber. Ja, jetzt wird es was. Gut. Ja! Hat er mich gerade ausgelacht? Ich glaube ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh, scan macht das Buch. Oh, die sind da gefangen genommen. Sehr gut. Die armen Wookies. Die waren alle nur auf. Zu den Zellen! Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Vereinigung! Sie kriegen Verstärkung! Alter, jetzt werde ich aber sauer. Du bist nicht mehr so viel Leben, ne? Ich hab's gesehen, ja, aber dann sterbe ich halt und lebe erneut. Ich lebe. Ah, neue Abkürzung, sehr gut. Jetzt warte ich aber echt lieber erstmal, ne? Und lass den ein. Deckung. Ich will ihn ja abwehren. Ja, yes. Kommst du auch noch! Ja! Ja! Geil, ja. Noch! Nein! Oh, Granate! Da haben wir nicht von. Wie lame er die geworfen hat! Er hat sich selbst. Alter Schwede! Er hat sich selbst, oh Mann! Ja. Oh nein! Ja. Hast du ja gesehen, wie man den macht? Ja, aber schau doch mal mit der Energie, das ist doch Quatsch! Kann ich nicht hier. Dip. Oh Mann! Schaffst du, sei vorsichtig, einfach hauen und weg! Nicht im Nahkampf! Sie können nicht entkommen! Super, genau so. Dauert einen kleinen Moment, aber dann. Ja. Weg. Immer nur einen Schlag. Hey, ich versuche den Rhythmus so hinzukriegen. Ne? Ja, mach doch mal was. Kannst du ihn noch verlangsamen, ne? Okay, mach den. Ach, deswegen kann ich den krassen Schlag auch nicht mehr machen. Ja, was jetzt? Hilf! Ey, hacken! Nach unten drücken! Kannst ihn hacken, jetzt ist er auf unserer Seite. Geil. Hat er ihm dann Energie gegeben? Ja, er kämpft jetzt aber für uns. Okay. Naja, also ich kann ja wohl durchaus mal für eine Sekunde noch. Das ist wie Terminator. Die erste Sekunde glaubst du nicht, dass er der Gute ist. Ja.
So. Yeah! Yeah! Die roten Fässer, die mag ich jetzt schon sehr. Warum schießt er da in die Luft? Ach, das ist sein. Geil. Juhu! Free the Wookies! Tja, kann ich jetzt mal ein bisschen Energie hier kriegen? Was muss ein Jedi machen, um hier etwas Energie zu kriegen? Finde ich auch schön, guck mal, wie er meine Lebensenergie imitiert. Ja. Weil normalerweise ist das grün, glaube ich. Ja, das stimmt. Schon lustig. Okay. Eine weitere Konsole. Mhm. Sehr gut. Freue ich mich aber. Das war auch nötig. Aber wirklich. Ein Punkt. Ja. Ich guck noch mal, einfach weil es so viel Spaß macht hier, was so bei Leben ist. Ich würde gerne das machen. Darf ich das? Bitte? Darf ich das machen? Ja, was ist das? Dass er auf die Gegner zurennt und dabei ablenkt. Dann kannst du so, genau, das. Ja. Das sieht einfach cool aus. Ja. Du kannst sie damit nicht killen, aber. Ja, aus dem Chat gerade, dieser Droide, gegen den du gerade gekämpft hast. Der war der stärkste Gegner, den es je gab. Nee, das nicht. From Software Universum nicht. Aber der war schon bei Rogue One dabei. Und zwar war das, meine ich, der Co-Pilot, glaube ich, ne? Ja, das Modell, ja. Da aber ist gleich Action, da wo du hingehst, ne? Aber sollen wir denn nicht hier hin? Da waren wir schon. Da ist jetzt Action. Und zwar viel. Aber was. Warum sind wir dann hier hin? Dann muss ich nochmal. Ich danke ja. Aber es wirkte so, als soll ich dahin. Ja, das war ja einfach nur die Abkürzung. Da machen wir schon. Müssen wir auf die Karte gucken, wo gelb ist. Wo wir aber wohin die Abkürzung jetzt geführt hat, habe ich nicht gecheckt. Hier, das vorne. Ach, das Grüne geht jetzt. Ja, das geht jetzt. Du hast recht. Aber jetzt sind die Türen. Ah, der Aufzug wieder. Vorher waren hier nämlich dieser. Ja. Der mit dem Blauen. Mega krasse Typ. Und ja, aber den hast du ja. Der kommt nicht wieder. Doch, der ist das. Bei mir vorhin kam er ja wieder. Das ist ja der Witz. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir irgendwas geskriptet. Ja, aber Licht, ich halt da. Ja. Oh, Flammenwerfer, Dudes. Okay, kurz mal gucken. Ist das jetzt eigentlich unser Freund? Ei, lass mich doch mal retten. Oder ist das. Okay, nur die beiden oder was? Und der ist auch nicht mein Freund. Okay, so, jetzt renne ich um euch rum. Scheiße, das geht nicht. Nils, das geht gar nicht. Ich kann nicht um die rumrennen. Kannst halt den Typ hacken dann und manchmal macht er die Arbeit für dich, ne? Ja, im Moment hackt er mich. Alter, das geht. Ja, ich komm nicht. Tut mir leid, Nils. Nicht jeder ist so souverän in extremen Situationen wie du. Das ist kein Problem. Creme dich nicht. Jetzt, ich krieg dich! So. Kannst du jetzt mal bitte umfallen und sterben? Durch die Mitte! Nein, ich habe keine Energie mehr, natürlich nicht. So. Gut, sehr schön. Jetzt nur noch wir beide. Heilig. Ja. Nicht jetzt, ich hab genau im falschen Moment geheilt. Na gut, damit mache ich mir aber extra schwerer. So, jetzt können wir mal gucken, wie es richtig läuft. Ah, da ist ja noch einer! Nils! Nils! Oh! Nils! Ja, geil! Nein! Nils! Das schaffst du. Einfach Schwert hoch. Du kannst doch jetzt rumlaufen. Okay, gut. Zum Glück habe ich mir das ja eben noch erspielt. Jedi ist unterwegs! Wo ist hier hinter dir her? Ist einfach nur. Ja. Nein, 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 tanzen! Tanzen! Scheiße, aber das macht bestimmt Spaß. Ja, war das gut, ey. Das war sehr lohnend. Jetzt aber geduldig sein. Bereit machen. Jedi, wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Nein, 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 das war's. Der hat mir volle mit der Stahlfaust ins Gebiss hat er sie gerammt. Wie sieht es aus? Bist du dran, ich dran? Wer? Nee, du bist noch dran. Ich noch dran. Aber es war Endgegner. Verwöhnt, wie verwirrt du gerade bist. Na, aber Endgegner wechseln wir doch uns normalerweise. Das ist doch kein richtiger Endgegner. Den hatten wir doch schon zehnmal. Das ist einfach nur eine Ansammlung von normalen Gegnern. Okay, ich finde trotzdem, das ist. Endgegner haben große rote Balken. Hat sich schon angefühlt wie ein Endgegner zu gewissen Zeiten. Du hast ja nicht gegen ihn gekämpft. Du weißt ja gar nicht, wie das ist. So. Wie das ist. Wie das ist. So. Zack. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen vorbereitet. Jetzt weiß ich ja, da kommt noch mal Nachschub. Ich weiß, wenn den Flammen ausschießt, mit der Macht. Ja.
Ich wollte um die rumrennen. Ich dachte, ich bin schnell genug. Er ist doch Jedi. Ah. Schieß ihn runter. Ich brauche Verstärkung. Er ist getroffen. Okay, okay. Ich habe ihn immerhin erwischt. Ich würde ihn echt gerne hacken, aber dazu muss ich mir erst die Energie nehmen. Hast du das gerade gehört? Schießt sich wenigstens einigermaßen in seine Richtung? Ja, okay, das war wieder lustig, aber es ist unnötig. Es veralbert sich selbst. Also es ist auf eine Art und Weise, die nicht nötig ist. Oder kommt der Nachschub? Du musst den hacken, den Typ, glaube ich, ey. Nee, erst wenn die Energie alle ist, leider. Ja, aber dann. Töte ihn nicht, sondern hack ihn. Weil dann macht er nämlich den Rest. Nach dem Zerhacken wird gehackt. Okay, ich will ja auch, dass er das macht. Ich will das ja auch sehen. Vielleicht hast du ihn. Okay, ich töte sie jetzt extra nicht, ne? Ja, damit ich jetzt ihn hacken kann, damit er dann die tötet. Mach es! Sauber, jetzt wird rumgehackt. Siehst du, yeah. Da stand er sich schon den ersten. Da guckt er aber rum und ich laufe die ganze Zeit nur um euch rum. Und die fragen sich, hör, warum läuft er denn nur? Ey, lass den Ruhe. Alter, hat mir den Kolben. In dem Jedi schlägst du nur einmal einen Kolben ins Gesicht. Trivialer Gegner. Okay. Irgendwas lebt da noch. Oh, ich dachte, ich muss da. Yes! Oh, guck dir das da. Shit, jetzt krieg ich meinen eigenen ATS. Lass ich mal heilen vielleicht. Ich brauche einen Stim. Alter, warte mal, was macht der andere Typ jetzt? Ist mir egal, ich hau jetzt auf den drauf. Ah, der hat so ein. Mann, komm. Weg, weg, weg. Kannst du mit diesem Tusch-Ding, ne? Ja, ey, das Bodenfeld irgendwie, hatte er das damals auch schon bei dir? Da hatte er doch erst. Er hat so Granaten, die explodierten, ja. Heil, heil. Ja. Ich muss jetzt lieber mal die Schüsse ablenken. Ha! Jetzt, jetzt! Nicht schnell genug, leider. Du hast gar keinen Push mehr. Das war dumm. Das war nicht gut. Willst du? Aber dann machst du den, ne? Darf ich noch einmal? Natürlich darfst du. Das ist ja auch deine Spielzeit. Alles gut. Ja, aber das ist jetzt aber ein Endgegner, okay? Ja, okay. Du hast recht. Du hast den Roboter du hast und recht. Du hast eine AT-ST. Das stimmt. Da glüht das Rohr. So. Wo geht's nochmal lang? Da lang. Unnötig spannend einfach. Why not, wenn ich's kann. Zack, bumm. So, jemand schreibt auch, ich soll aber die Schüsse reflektieren. Ja. Ich hab's ja auch versucht, ne? Eine kurze Sekunde lang, wie du gesehen hast. Aber es ist irgendwie mit dem Timing nicht so einfach. Wir werden dich auslösen. Lade nach! Versuch dir vielleicht ein bisschen Macht übrig zu lassen für den Endgegner, damit du die Raketen dann. Ja gut, aber an den kommst du ohne Macht. Hast du ja gesehen, du kommst an die nicht ran ohne Macht. Ja. Ihn hier, okay. Und das Verlangsamen hat irgendwie auch nicht so geklappt, wie ich mir gewünscht hatte. Shit, ich hab aus Versehen Macht gedrückt. Auf einmal so hast du ihn. Hast ihn hacken dann. Ja, jetzt hacken. Sehr, sehr gut. Er steht einfach nicht still! Er versucht alle töten! Komm, schieß! Ich habe eine Lücke! Sehr gut. Sehr schön. Sie wehren sich immer noch. Was? Wieso ist der jetzt wieder gegen mich? Nein, 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 das ist einfach nur dieselben Sprachsamples. Da ist er. Heil dich mal. Ja. Ja, genau so. Sehr gut. Ey, der soll mal aufhören, mich
Jawohl. Sehr gut. Komm. Keine Chance. Ich fände es aber schön, wenn ich auch, wenn ich halt irgendwie auch, ey, gegen die Beine und so kämpfen könnte. Mhm. Na? Oh! Da macht gar nichts mehr. Geschießt doch! Woher soll ich denn wissen, wann er schießt? Das schaffst du jetzt. Ah, sehr gut. Jetzt. Falsche Granaten. Shit, ich habe ja auch gar keine Jedi-Power. Komm, das ist dumm. Jetzt ist er verwirrt, weil er nicht weiß, was er mit Robomann machen soll. Ey, wieso geht das nicht? Ich irgendwas mache ich gerade massiv falsch, aber. Timing, ja. Komm jetzt! Schieß doch auf mich! Pass auf, hau ab! Okay. Ich wollte nur noch weg. Ja, ich schaff's nicht. Du bist dran. Du machst den jetzt. Na gut. Aber das war sehr gut eigentlich. Es war am Ende ein bisschen Pech, dass du die Schlüsse nicht mehr reflektiert bekommen hast. Aber eigentlich war das irgendwie war's. Ja, weil die Entfernung war dann so lang, dass mein Timing, was vorher geklappt hat, ja, irgendwie nicht mehr klappt. Durch die Distanz, weil die dann. Aber ich hab's noch nicht ganz raus, wann man drücken muss. Ich glaube, da, du hast zu früh das Blocken gedrückt. Und dadurch war er schon wieder außer Deckung raus, als der Schuss bei dir war, weil dadurch. Ja, das sollte einfach gedrückt halten. Ja. Also und dann vielleicht eher nur loslassen kurz. Ja, kurz vorher, so dass er den. Ja. Aber ich fand, das war ein sehr spannender Kampf. Ja, absolut. Auf jeden Fall war das geil. Das macht aber auch Spaß, oder so. Also zumindest beim Zuschauen, weil da so viel los ist. Weil, dass man richtig tanzen kann, ne? Ich mag diesen Rennmove, den mag ich sehr. Oh, die armen Wookies, ey, ohne Scheiß. Scheißen wir ihn auf. Du kannst uns nicht besiegen. Vielleicht hätte ich ihn nicht treffen sollen. Ich kann nicht an ihm dranbleiben. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Ja, da merkt es. Das ist halt enttäuschend, wie der einfach nur rumsteht. Programmiert auf Langeweile. Was ist das denn? Jetzt macht er irgendwie mit dem was. Backpfeife. Macht der auch noch was da oben, ne? Okay.
Welche Granaten? Kindemanne schreibt, Granaten könnt ihr auch zurück Force pushen. Ja, klappt aber nicht immer so gut. Ja, nicht diese Elektrogranaten, nur die anderen. Ne, die Raketen also, oder diese eine, die rausfummt, ne? Die nicht, die kannst du pushen. Die jetzt einfach mich völlig ignoriert. Er ist ein bisschen weird, ne? Weil du kommst auch nicht an ihn ran, weil er dann ja diese Elektronummer macht. Aber ich glaube, die Entfernung ist ganz. Ja. Elektro-Dinger. Warte, einfach einen Vorschuss abgleich. Nur noch eine Rakete, du musst es schaffen! Komin. Laser. Rakete! Ich kann nicht forschen. Ich hab sie nicht gesehen. Du hattest einen. Ja, ich hab die Rakete nicht gesehen. Nils, easy. Ich würde gerne sagen, ich habe es selbst rausgefunden. Was denn? Aber eigentlich habe ich es auch. Weil ich habe kurz im Chat gelesen, wie es geht. Dann habe ich es aber oben auch selbst gesehen. Also eigentlich habe ich es selbst rausgefunden. Links hat er diese Minen. In der Mitte ist der Laser und es blinkt ja immer. Man kann sich einfach nur orientieren. In der Mitte ist der Laser, links die Minen, rechts die Rakete. Und dann weißt du halt zumindest, was gleich kommt. Weil es ja immer bimmelt. Ah, okay. Eigentlich ne, total offensichtlich, aber man merkt das gar nicht. Man ist nur am Flüchten. Nur am Rumschlawinern. Aber ich finde es wahnsinnig toll, dass du ihn nicht gefirst-tried hast, weil das diesen Nimbus nimmt, dass ich das nie schaffe. Ach, und dann immer an dich abgebe. Darum geht's doch gar nicht. Weil natürlich will ich auch mal einen ATS hier legen. Das ist mir sehr wichtig. Was mit unserem komischen Laptop? Okay. Der hat gar keinen Strom. Ich geh mal Strom. Ich glaube, der geht immer in diesen. Ich geh mal Strom für unseren Strom Laptop holen. Wieso hat der denn keinen Strom? So. Hä? Das gibt's doch gar nicht, mein lieber Laptop. Nein, dich wollte ich nicht, du Spacko. Ach, Nils! Ach so. Ich brauche eine Sekunde. Ja, irgendwie. Funktioniert das überhaupt nicht. Kann ich? Ah, oh, das ist ja unfassbar manchmal. Zack, 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 zack. Gut. So. Ey, die waren doch schon mal leichter irgendwie. Ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn tatsächlich nicht. Wenn ich jetzt gegen ihn kämpfe, kriege ich doch wieder volle Energie, oder? Ja, also. Irgendwie nicht. Systeme fallen aus. Jetzt! Ja, du bist wieder dran. Ah, darf ich nochmal? Nee, jetzt hab ich ja nur. Das hab ich verkackt gerade. Aber die haben mich irgendwie aus dem Konzept gebracht, dass ich die nicht mehr gekriegt habe, die Flammendudes. Oh, der Chat ist weg. Ja, dieser Rechner ist ein bisschen komisch. Ich glaube, der ist bestimmt 20 Jahre alt und hat keinen Akku mehr. Und sobald man den vom Strom nimmt, fährt er sich runter. Dann ist es durch. Da braucht er aber auch eine halbe Stunde, um neu zu starten. So. Da ist zumindest schon mal wieder der Rechner. Ist ja so lustig. Jetzt krieg ich sie komisch. Jetzt krieg ich sie bei dem Flammendude wiederhergestellt irgendwie. Nein! Wenn du den erfolgreich blockst, ne? Das musst du machen. Ist es das? Ja, parieren halt, ne? Ach ja. Parieren. Aber die Schläge von ihm kann man nicht parieren, meintest du, oder? Ich hab's irgendwann nicht mehr probiert. Also, bestimmt geht das, weiß ich nicht. Also, doch muss gehen. Nur wenn er rot ist, geht's nicht. Aber. Alter Schwede, ist das hier lächerlich. Nils, es tut mir echt leid, aber du bist so ein bisschen irritierend auch für mich gerade, weil du so halb ins Bild auch immer ragst. Und ich will ja auch nur, ne, auch nur gewinnen. Warum kann ich den jetzt nicht mehr, jetzt zu spät? Schade. Hä? Ja, ich irgendwie. Hat eben nicht mehr geklappt. Seine Verteidigung ist
Ja. Nein, ich will doch nur was schlucken! Mann, Scheiße! Ich will doch nur was schlucken. Ich wollte dir diesen Stimpack mir reinreiben! Nils, darf ich noch einmal? Ja, mach natürlich. Ach, Simon. Jetzt, warte, wir warten jetzt erstmal, bis der Chat wieder da ist. Das irritiert mich nämlich total. Ja, ab wir dass hier permanent irgendeine Action ist. So, dann warten wir jetzt, legen wir den Chat kurz hin. Oder das Pad. Du kannst doch schon mal hinlaufen. Das dauert doch ewig, bis du da bist. Das hat eben auch nur eine Minute gedauert. Das ist er doch. Ich erwarte dieselbe Aufmerksamkeit bei meinem Gameplay wie bei dir. So. So. Jetzt will er wieder irgendwas, ne? Moment. So. Ich meine, warum sonst sollten wir live sein? Live. Wenn wir den Chef nicht nutzen. Eben. Das wäre doch bescheuert. So, jetzt. Jetzt gehst du da mal das richtig ist rein, der Moment. Das räumst ist der Moment. Du auf und wämmst du rum. Ich danke für die extra Tries. Du wirst, es soll nicht umsonst gewesen sein. Nimm mir ein leckeres Stück, einen Schluck kalt. Der Luke hat auch nicht beim ersten Mal hat er den X-Wing rausgehoben. Der hat auch ein paar Versuche gebraucht. Hat erstmal mit den kleinen Steinen und so angefangen. Ja, loser Luke. So. Jetzt krieg ich ihn! Ja, Mann, schön. Guck dir an, wie das gehen kann! Zack, das war's doch. GG. Naja, okay, den kleinen Bitch-Slap habe ich vielleicht sogar verdient. Oh, oh, er hat die Zuschnacke. Energisch. Ja, jetzt mit dem Hacken irgendwie hat sich das jetzt nicht mehr so als tolle Sache erwiesen. Vielleicht, wenn ich ihn später hacke, kann er mir besser helfen oder so. Pass auf, pass auf. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich jetzt renne, siehst du, kann er die nicht abwehren oder was? Doch. So. Nein, ich kann ihn nicht nehmen, Mann. Ich kann ihn nicht. Ich gebe auf. Ich gebe immer auf. Oh, so eine Kacke. So eine Scheiße. Das in die scheiße Ecke kommst du. Das kann doch nicht wahr sein. Das. Nils. Nils. Das ist so zum Kotzen. Du hattest es aber bis dato sehr gut gemacht. Nils. Ach, es ist so lustig, wie er hinter dir herkommt. Kannst du einmal bitte? Ja, klar, komm. Ich muss den jetzt ziehen. Du machst das. See, pass auf, ich gebe dir den Controller, sobald wir beim ATST sind. Nein, ist doch gut. Das ist ja eh deine Runde. Ich will nur. Ach so, wie? Ach, du willst jetzt. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Ja, Mama. Das ist schon. Kapla! Stell sie her, die Ehre. Für mich ist sie nie verloren gegangen, Simon. Aber für alle da draußen natürlich. Deswegen verstehe ich auch diesen Impuls. Den ganzen Tag habe ich schon Kopfschmerzen und jetzt das. Okay. Warum hast du denn Kopfschmerzen? Ich weiß es offen gesagt nicht. Krebs. Okay, so. Kannst du mir auch ein bisschen verlangsamen, ne? Yes. Aber das war doch jetzt kein Parieren, oder? Das war einfach nur. Das ist irgendwie super Move. Ich hab ihn verstanden. Ich hab ihn verstanden. Niemand versteht. Du kannst uns nicht entkommen. Ey, wenn der nicht wäre, dann könnte ich mich mit dem auch mal kloppen hier. Sehr schön. Zack. Sehr gut. So. Shit, das ist ja jetzt noch dümmer. Das ist ja sogar noch blöder. Da ist ja schon der AT-AT, warum das denn? Das habe ich jetzt aber auch irgendwie nicht kommen sehen. Das ist ja so lustig. Willst du ihn jetzt haben, das Bett? Nein, Mama, ist okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich eigentlich erstmal Energie irgendwo herholen. Ist er denn sieht noch hinter nicht so mir? Sieht schlecht aus bei dir. Ich muss mal abwarten, bis er einmal den Grabsch macht. Okay, so. Alter. Das war gut. Ah, sehr schön. Okay, machen wir es mal so. Greif mal an. Scheiße, hat nicht geklappt. Jetzt, hacken. Okay. Oh, jetzt kämpfen wir mit jemandem gegen jemanden in deiner Größe. So. Die kann ich nicht beeinflussen. Das hier muss ich im richtigen Timing ablenken. Ja, okay, jetzt muss halt nur mal was kommen auch.
Ich mach das jetzt erstmal nicht, oder? Mit dem Reflektieren? Soll ich doch machen? Doch, klar. Jetzt Rakete? Ja, perfekt. Unproduktiv. Der hat wieder mal unsere Arbeitsweise beleidigt. Er arbeitet für uns, aber er beleidigt uns trotzdem noch. Das ist als Angewohnheit. Vielleicht ist auch Selbstkritik. Dass er da keinen Schaden nimmt, wenn er da durchläuft. Ey, du hast da was fallen lassen. Also ich? Guck ihn dir an. Schieß doch mal jetzt! Na toll, hat nichts gebracht. Bip, 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 bip. Oh, ein bisschen Geduld. Heil dich gleich mal. Das werden sie bereuen. Das werden sie bereuen. Während ich hier rumstehe. Puff, puff. Und da müssen die Ecke gedrängt. Ich sollte mich zurückziehen. Jetzt. Ich hab's gemacht. Er hat nur einfach, das war außer dem Bild sozusagen. Endlich, ey, komm. Trivialer Gegner. Das sind aber auch gleich. Der einfach nichts macht. Doof. Ey, Rakete! Ich hab wirklich fucking R2 gedrückt. Du kannst ihn echt gerne machen jetzt. Ich hab wirklich R2 gedrückt, Leute. Ihr habt die Bewegung doch sogar gesehen. Ich weiß nicht, warum es nicht klappt bei mir. Nee, jetzt ist alles an dir. Aber ich fand, ich hab gut vorgelegt. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ich hasse diese Souls-like-Spiele. Okay, komm. Fahrstuhlmusik. Kaffee zum Frühstück. Flammenwerfer, tut's. Zu viel Angst. Komm schon, lasst euch nicht von ihm erwischen. Versuche ihn echt vorher zu machen. Das ist sehr nervig. Hey, ein Eindringling! Holen wir ihn uns! Mach kurz aus, lass mit ihm! Er hat das! Bin dabei! Feuer frei! Alter, lauf doch! Ey, lauf doch! Ey, dass ich geschissen krieg! Er will doch automatisch blocken, wenn ich laufe, hat er gesagt. Rückzug, bleibt an ihm dran! Wirf ihn her! Oh, oh, oh! Nein, alles gut. Alter. Konzentration. Trivialer Gegner. Feuer! Greif ihn an! Alter, lauf! Ich das mit dem Laufen nicht beschissen krieg. Das ist so gut, dass wir Geld in diesen Dings investiert haben. In diesen einen Move. Der hat sich jetzt schon ausgezahlt. Auch optisch. Schönes Timing. Oh! Scheiße. Das war schon alles. Nee, mach weiter. Du, ich hab ja auch ein paar. Jetzt kommst du rein gerade. Ich hab's schon in der ersten Runde verkackt, als ich da quasi mit null. Ey. Man muss so ein bisschen in allen, also man muss bei den Flammenwerfer-Dudes ein bisschen Glück haben, um schnell hinzukommen. Und dann musst du irgendwie den Roboter schnell kriegen. Und dann ist das machbar, ja, weil du dann noch genug Energie hast. Ja, das geht schon. Das ist, weil jetzt, ich hab's eben einfach völlig verkackt. Ich wollte zu den Flammenwerfern laufen, die pushen, also Machtpushen machen und die dann direkt wegsäbeln. Aber da habe ich direkt kassiert und dann lief alles ab, da nur noch Backup. Aber ist doch egal. Ich glaube, ich mach das gleich nochmal.
Es ist exakt das gleiche, was ich eben schon falsch gemacht habe. Es ist exakt das gleiche. Ich kam nicht mehr an ihn ran. Willst du nochmal neu? Kannst du neu starten? Nee, ist egal. Ey, wieso hat das nicht funktioniert, ey? Mann, das ist eh vorbei. Unbedeutend. Ausweichendes Verhalten ärgert. Scanner ist ausgefallen. Ja, das war eh klar. Ey, wie hat das nicht geklappt? Ich wollte hin und die wegpushen. Es hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, jemand meint, wir hätten einen Dash-Move. Einen Dash-Move. Ja, wenn du ranläufst und dann X, aber das mit dem Laufen. Ja. Ja. Probier's jetzt noch einmal, die zu verlangsamen oder so. Aber ich wollte die beide schön wegdödeln und dann richtig, wenn sie straucheln, da rein. Manchmal hacken. Erreicht man eben auch nicht beide. Ist mir auch häufig passiert, dass du nur einen erwischt bei den Dödeln. Ah, das hab ich dann mal falsch gemacht. Naja, ich wollte so lange halt die Yetis, sag ich schon. Die Yeti-Ritter. Wookies. Yeti-Ritter. Können wir direkt mal nicht lustig. Joscha, kannst du gerne übernehmen. Okay, sehr schön. Jetzt schnappst du dir den. Das war ein Fehler. Ich treffe ihn nicht! Du kannst uns nicht besiegen! Ach, ich hasse die. Alter, wie er meine Moves nicht macht! Weil ich nichts mehr hab wahrscheinlich. Minderwertiger Jedi. Haltet mir den Rücken frei! Der Insein ist eingesprungen. Bleibt an ihm dran! Was ist denn eigentlich für eine Reichweite? WD-1, Stimps! Kein verwendet Stimps. Alter, warum hat er so lange Arme? Ey, wie ich nicht wegkam gerade. Ich drück und drück und drück und drück. Meine Treibstoffleitung ist hochgegangen. Stimm, hierher. Das werden Sie bereuen. Vorwärts! Mann, du kackgesichtiges... Kackgesicht! Ich hab dich gehackt! Ich hab schon aufgehört zu steuern, weil ich dich gehackt hatte! Da war das Hackzeichen! Ich drück Hacken! Hack, und er lässt mich nicht hacken, obwohl ich das Hackzeichen gehackt hatte! Ich hab schon aufgehört, was zu machen, weil ich dachte, okay, jetzt wieder gehackt! Hackzeichen gedrückt! Ja, okay, alles klar! Enthackt er sich auf einmal! Ich mach das jetzt einmal noch und ja, ich mach's jetzt in Ruhe. Und dann vernünftig und dann ist jetzt hier auch Schluss mit lustig. Kein Bock auf diese Kacke, ey. So. Ruhig, Jedi-like. Werde ich da rein friemeln jetzt. Ich Jedi, die richtig jetzt zugrunde. Das fällt auf die Ungeduld und das, was du gerade... Du musst ruhig sein. Ich Jedi, die jetzt richtig Jedi zugrunde. Jedi, die zu Tode. Wirklich, du denkst, ich mach Spaß, ne? Nee, ich sehe, der Nils meint es wirklich sehr ernstes Mal. Den rechts kannst du schnell... Na. Mann, wieso machst du denn die falsche Attacke? Du Arschgesicht! Willst du mich denn verarschen, du hast noch Energie, alles ist cool. Ja, aber das fuckt mich einfach ab. Alter, der ist nicht schlecht, der Wookie. MVW. Ja, geiler Typ. Ich hacke dich jetzt. Also rein technisch hackt der andere. Ach man, der Wookie-Mann, der ist tot. Er war so gut. Das ist gut. Jetzt bist du bereit, Nils. Alle sollen mich in Ruhe lassen. Ich bin der beste Spieler dieser Welt. So, jetzt kommt der, jetzt machst du ihn. Volle Energie, volle Macht. Was will der denn machen? Wo ist er denn jetzt? Da, guck mal, du hast sogar noch Zeit, kannst du noch irgendwie ein Sandwich essen. Lup, lup, lup.
Ah, komm, jetzt aber. Die Macht ist kaputt. Komm, jetzt gib ihm was auf die Beine. Der ist doch durch. Jetzt kommt's. Ja, schön, Rakete. Nils, ach, du hast keine Macht mehr? Nee. Oh, das wäre so ein schöner Moment gewesen. Hammer! Nils und ich haben den AT-ST gelegt. Hm. Hat eine Weile gedauert. Unnötig lang. Und Geduld. Ist es jedes tot. Du warst dran. Danke. Na, da freuen sich alle. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie, an das Imperium. Dunkle Zeit. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache. Für die Sache. Wenn ihr wirklich die Argumente ausgeht. Für die Sache. Für diese Sache. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosam. Und das ist Commander Choicek.
Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisig sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Oh Gott. Für die Sache, also... Ja gut, for the cause. Ja, aber es ist halt, für die Sache ist halt einfach... Das ist halt einfach das Schlechteste. Für die Sache! In allem, so für die Sache. So, ihm fällt überhaupt nicht mehr ein. Was kämpfe ich hier eigentlich? Ja. Der Kapitän für was? Ich weiß nicht. Wir kämpfen für die Sache. Ja, er hat recht, das ist schön. Ich habe noch einen besseren. Nur zum Spaß. Nur zum Spaß. Weil wir es können. Weil wir es können. Ich Warum liebe. Machen wir Werbung? Weil wir es können. Hallo, willkommen zurück zu der Show, in der imperiale Zweifüßler kein Problem darstellen für diese beiden Tausendsasser. Und jetzt wollen wir mal mit den Leuten reden, die sich gerade so gefreut haben und davor sich nicht haben blicken lassen, als wir sie brauchten. All diese Menschen waren eben nicht da, als wir gekämpft haben. Für die Sache, aber nicht gerade, sondern erst in 10 Minuten. Die andere Sache. Ich steck da mitten in einer Sache, Ray. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Oder wie uns. Wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Hat er das alles mit dem einen Satz, mit dem einen gesagt? Ich glaube, die kennen sich einfach. Ja. Das ist wie diese Interviews mit chinesischen, japanischen Entwicklern. Du redest 10 Minuten und dann sagen die, heute schon mal neu? Hase, nein. All das hätten wir mal gebraucht, ne? Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Ich glaube, das war's an. Ah, hier noch. Ein einsamer, versprengter Trupp. Er redet nicht. Sie haben das Reden verloren. Zu viel Kriege, zu viel gesehen. Mal guck mal, die sind richtig niedergeschlagen. Oh, so ein Häufchen Haar. Ja, überleg mal, was denen widerfahren ist. Obwohl die jetzt frei sind, sind sie trotzdem... Guck mal, was der mit Franken hat, Alter. Oh, können wir mal bitte ganz kurz... Oh, Alter, diese Füße. Die sind ja süß und so. Aber habt ihr diese Füße gesehen? Alter, das sind ja fantastische Füße. Was der Tarantino würde direkt... Was der da machen würde, wenn er das wüsste. Schön die Pranken. Schön die Sonne strecken. Mach das mal. Hast dir verdient. In der Zelle. Okay. Jetzt habe ich eigentlich den einen Buddy mit dem Arm, mit dem Halsschmuck, der will ja eigentlich mir helfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Komm. Moment. Was ist denn jetzt aufgegangen? Die Tür einfach. Kannst du mal auf die Karte gucken? Immer. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal den Aufzug. Always, ja. Und dann, ja. Zurück zum Mantis. Interagieren. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Was? Das Imperium könnte bald ein weiteres Selfogramm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Oh, da ist auch noch was Grünes, oder? Denkst du, Saw und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Für die Sache. Für die Sache war das, ja. Ganz kurz. Weißt du, was nämlich mein Problem war? Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite von dem Schiff. Jetzt ist nämlich die hintere Seite die Rampe. Das sieht sehr beeindruckend aus. Du, die hintere Seite hier? Das? Ja. Nee. Ah, aha, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Aha, weil wir kamen nämlich neulich von der anderen Seite und da war das logischerweise dann vorne und so. Du kennst alles halt dein Schiff. Ja, ja. Hey, Spear. Gut.
Du bist unversehrt zurück. Macht Mary Coulson hat uns gesagt, das packt dass du Tarswell nicht gefunden hast. Ja, aber das stimmt ich auch. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Schauzig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Den Helm auf der Linken? Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tarswell nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. So, mit dir will ich aber auch nochmal reden. Wenn du schon nicht gehen cool. willst, nerv mich wenigstens nicht. Oh Mann, ich finde dich aber wirklich cool. Gib mal Amber, bitte. Ja, bitte. Ja, der hat nämlich einen Helm auf als einziger. Er hat er gefunden irgendwo. Guck mal, der passt noch nicht mal. Das ist doch, da hinten noch so, hat er sowas dran gemacht. Oh, ich glaube aber, nein, ich glaube, das sind echte Wookiee-Helme. Guck mal, ich glaube, das sind echte. Der hat er nicht irgendwo geklaut, das ist ein echter Wookiee-Helm. Also, warum hat nur er einen? Wahrscheinlich hat ihn einer gebaut und dachte sich, komm, lass uns den bitte einmal. Ich habe ihn die ganze Nacht gebaut. Die ganze Nacht gebaut. Na, irgendeiner hat ihn gebaut, wahrscheinlich war es abends. Warum können wir hier keine Samen pflanzen? Wir noch keine Samen haben. Aber da links ist doch schon was. Ja, eine Sache, es wurde gepflanzt. Ach, neuer Samen gepflanzt. Wir haben neue Samen. Geil. Ich würde vorschlagen, wenn das mit dir okay ist, einfach mal weiterzufliegen. Oder willst du noch mal... Nein, das ist okay. Ich glaube, wir haben hier viel schon erreicht. Okay. Ja gut, das hätte ich mir auch sparen können. Ich dachte, vielleicht haben wir irgendwas. Wir haben noch 40 Minuten. Leider nichts Neues fürs Lichtschwert. Ja, lass uns doch Mantel. Einmal noch jetzt noch was Neues angucken und dann beim nächsten Mal können wir Backtracking machen und die ganzen Dinge vielleicht mal holen, die wir noch brauchen. Weil bisher hatten wir jetzt nicht so einen Dark Soul-Moment, wo wir am Endgegner verzweifelt sind und unbedingt Updates brauchen oder so. Nee, das stimmt. Wir müssen halt irgendwann nochmal unsere Stims erweitern, aber jetzt finde ich, können wir da gerne nochmal hin. Bislang sind wir einigermaßen durchgekommen. Aber warte mal, Zepho waren wir ja auch schon, stimmt. Das ist ja hier. Aber da, guck mal, da ist noch was Gelbes. Die wollen ein neues Grab entdecken, haben die auch gerade gesagt, oder? Lass mal gerade gucken, wo. Ja. Müsste ja dann eigentlich unten sein. Das sieht alles sehr gelb aus hier. Ja, ja. Ebene 2, also, kann ich, wenn ich A drücke. Nee. Okay, das war's nicht. Warte mal, kurz. Los? Der Chat kann ja auch kurz mal einen Tipp abgeben, wo wir seiner Ansicht nach hin sollten. Also Hauptziel ist ja angegeben. Dann hier. Genau. Ja, dann machen wir einfach das Hauptziel, ja. Dann ist das halt eine Mischung aus eigentlich beidem, was wir machen wollten, ne? Da fällt die Orientierung nicht so leicht nehmen? Auf diesem Gerät. Lila links, lila Eisen. Links. Ach, lila sagen sie. Komm, oh, stopp, machen wir eben Stopp. Die Leute schreiben, lila. Okay, na gut. Lila links, wollt ihr das da alle? Von hier. Es gibt Story, Hauptziel, Zepho, das sind Stims holen, Amazon planen. Was hast du jetzt gemacht? Naja, ich habe das jetzt so als, so. Das sagen aber auch viele, ich habe das jetzt einfach als Auftrag verstanden. Ja. Jetzt schreiben sie alle nein, nein, nein. Du wirst nie eine Konsensentscheidung, egal, lass uns jetzt einfach die Geschichte gucken. Ja. Die reden nicht mit einer Stimme. Sie nutzten die Macht, so wie die Jedi? Nein. Diese Hexen, ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Die Schwestern der Nacht waren ein Zirkel aus mächtigen, machtbegabten der Magie, einer der Jedi und das unbekannte Manifestation der Macht, Magie. Das ist ja irgendwie lustig, ne? Dass es plötzlich Magie gibt. Hatten sie lange Zeit über Datumir geherrscht. In der strengen matriarchischen Gesellschaft der Schwestern der Nacht gab es einen Zirkel, der einer Mutter unterstellt war, die auch über die untergeordnete Klasse der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Count Dooku zerstört, nachdem Asajj Ventress und ihre Schwester versucht hatten, ihn zu ermorden. Kleiner. So, der Grund, warum wir nach Datumir fahren, ist, die Story geht woanders weiter. Das heißt, das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Und hier können wir jetzt neue Teile für unser, eventuell sogar unser Doppellichtschwert holen. Und das klingt doch eigentlich ganz geil. Oh, ist das so ein Jedi, so ein alter Jedi-Ordenplanet? Das sieht schon mal ganz aus, geil wie aus. Wie so ein Tempel. Warum bauen die immer oben auf den Kliffen? Ich meine, die können doch genauso gut auf dem Boden.
Auf dem Cliff wirkt auf mich, als wäre es gefährlicher. Was? Entschuldigung, ich wollte eigentlich auch gerade nur bestätigen. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datomir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz. Aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Jo, Bruder muss los. Ich brauche eine Sekunde. So, jetzt machen wir ja schön den Speedrun. Das sieht schön aus. Das sieht wundervoll aus, ja. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Siehst du? Das ist genau das, was ich eben noch gesagt habe. Guck mal da oben. Das sieht nicht freundlich aus. Viel Spaß. Hallo, Rancor. Yes. Ach, guck, jetzt ist der Moment. Haha, gestolpert. Anderes. Nein! Scheiße! Gut, war gut. Lass ihn gleich. Ja, ja einen noch. Geil. Und? Ey! Da kommt noch was anderes. Ah, das ist schon wieder hier so ein spinniges Ding. Ah, sehr gut. Ach. Scannen. Gute Arbeit. Fluchrückenspinne. Wir haben hier so Säure. Was gefunden? Ja, Chat, das ist kein Rancor. I know it now. Es sah aber aus, hätte auch ein, also ein bisschen. Hätte es ein junger Rancor sein können. Nee, das ist ein Nydark. Ich schätze mal Niederer. Du bist, das ist schon der Geiste. Gehen wir, BD. BD macht mich auch wahnsinnig mit seinen Beinchen und so. Ich muss immer an dieses Toilettending denken, was man BD, in den 80ern hatte. Ja, vor allem Death Stranding BB. Hier ist es BB. Ja. Es ist schon irgendwie, als will uns jemand was sagen. Okay. Komm schon, BD. Eine Tür? Ja. Sie geht nicht auf. Natürlich nicht. Oh, dann wären wir wieder am Anfang. Ja, guck doch mal auf die Karte. Ja, ich bin kein Kartenmensch. So viel Gelbes drin. Wir gehen, hier gehen wir nicht runter, aber man könnte hier dran springen. Ja. Zurück zum Schiff. Ah, okay, über diese Felder. Okay. Ich wollte. Da unten geht's auch noch weiter? Links rum, genau. Aber soll ich jetzt. Ist das so eine Kiste da hinten? Oder was, ist das nur so ein. Topf. Topf. Also der leuchtet nur so in der Sonne. Ne? Man kann da sicher hin. Ich habe nur Angst, dass ich dann. Ich komme dann hier nicht mehr hoch. Gerne erstmal hier weiter. Was ist das? Tschüss. Sehr gut. Oh, shit. Na, der war doch eben noch da. Ist jetzt weg? Nee, du hast ihn runtergeblasen. Ist der runtergeblasen? Okay. Ja. Hat's beschäftigt, seinen Buddy einzuäschern. Willst du nachsehen? Was ist das, BD? Ein neuer Skin. Und die haben sich ein Lagerfeuer gemacht, die Spinnies. Das glaube ich nicht. Das war die Spinne, die das Feuer entdeckt und gezähmt hatte. Und das hätte die neue Zivilisationsstufe bedeutet für das Volk. Aber ey, du hast es einfach mal tot gemacht. Zum Glück. Wer weiß, was da. Schlimmer als Oktopoden-Spinnen. Ja. Wenn die Macht hätten, warte mal ab. Wer wärst du denn mit der Nacht Snacky-Snacky im Kühlschrank? Ja, aber das sind ja Insekten, die sind ja in ihrer Größe limitiert, aber. Bei Sekten muss man hingegen, echt aufpassen. Nicht. Oktopoden können richtig was reißen. Dich können die reißen. Ja. Ja, gehen wir mal hier runter. Ja. Okay, ich bin unten. Leute, du bist auf den raufgefallen. Ey, das war gerade schon. Das hat sogar Macht gekostet, der Schlag. Krieg ich nie wieder. Zack. Blöde Blut.
Hörst du was Gelbes irgendwo hinter dir? Die sind nur noch hier runter, oder? Hä? Wirklich. Tja! Ja, wir töten erstmal alles. Hier ist wieder unser Schiff, ja. Mhm. Okay. Hey, BD, gehen wir. Einst war diese Welt voller Leben. Düsteres Leben zwar, aber dennoch Leben. Heute ist dieses Leben aus den Ruinen gesaugt worden, wie das Gift aus der Wunde eines Trappers im frühen 19. Jahrhundert. Da unten war Amerikas. Ich schon. Hier war ich schon überall. Okay, jetzt ist Zeit für die Karte. Da hier ist unten ein, hin, oder? Ja, da also unten neben dieser roten Runterhüpfen Tür. Und dann neben der roten Tür und ansonsten die zweite gelbe da rechts. Da oben hoch ist so eine Art Endboss. Pforte. Also unten. Da. Ja, hier neben der Tür, da ne? Hier. Neben der Tür, da, 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 da. Ah! Ach so. Die haben eher was von Zecken. Stark, ey, dieser Move, ne? Der ist irgendwie ein bisschen vom Timing. Ist ja nichts für mich. Ich versuch's nochmal. Vorsicht, du bist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Wie der Ichimonji. Der Überkopfschlag. Vom. Könnte ich langsam mal ein bisschen Energie gebrauchen. Hier ist der Topf. Ah. Aber nix. Jetzt ist er kaputt. Jahrtausende lag er da. Ja, ich glaube, jetzt sind wir aber mehr oder weniger genau da, wo wir am Anfang. Ah! Hat die Mistratte mich. Oh, hier. Das war eigentlich ganz geil. Bisher. Ja. Also das Erkunden und der Level und wie es aussieht. Und auch diese Viecher, ich finde die noch erträglich. Die sind nicht so. Die klar, ja, die sind nicht so wie Spinnen. Also, ja. Wie gesagt, ich denke da eher an Zecken, die sind auch nicht geil. Aber da habe ich das Gefühl, den kann ich einfach ins Gesicht treten. Da, zu dem Gelben müssen wir jetzt. Und das ist ganz ist oben. Oben, ja. Das heißt über diesen Schlauch. Das Grüne, was ist das? Im Prinzip genau da, wo wir sind. Einfach diesen Pfad. Nee, aber was hoch. Heißt das da? Das ist da, ach so, das ist diese komische Artillerieschleuder oder was? Oh, ach so, guck mal. Hier muss ich hoch. Komme ich aber nicht. Ja, das ist da, wo wir vorhin standen. Ja, dann müssen wir da erst den Doppelsprung lernen. Der lässt sich ganz schön bitten, der Doppelsprung. Ja, oder? Normalerweise ist es mehr oder weniger das Erste, was man lernt. Wirklich wahr, oder man hat es von Anfang an. Vor allem, eigentlich ist der Doppelsprung, er manipuliert sich doch nur selber mit der Macht. Ja, eben. Du kannst das doch schon. Hab doch mehr Selbstvertrauen. Das ist wie mit, so, als wenn der pupsen würde, einfach. Für den. Noch nicht. Er ahnt noch nicht. Wie der mit meinem Schlag ins Leere ging. Vorsicht, du bist kein Simon. Alter. Alter, ist aber auch wütend. Alter, ich bin doch. Oh, ich wollte mich noch heilen. Hab ich vergessen. Er ist ein wilder, kleiner. Interessante Meinung hier von. Fedune, ich lese ihn mal vor. Ich finde, das Spiel ist in seiner Aufmachung von der Grafik über die Animation bis hin zur Präsentation und Spielinhalten enorm altmodisch. Allerdings finde ich das eher positiv. Endlich mal wieder ein einfaches Singleplayer-Spiel, das nicht sinnlos überfrachtet daherkommt. Lass ich mal so stehen. Finde ich eine interessante Meinung. Ja, es hat halt. Es, ja. Es, oh. Ist Wurm auf. Es vereint halt. Der Befehl. Alter, ich.
Dazu passend zählt jemand die Tode mit. Ja, wir sind bei 6. Ich rede jetzt nicht mehr. Doch, rede doch. Ja, das ist halt einfach so eine Suppe, wo so ganz viele Erfolgsrezepte so mit reingegossen worden sind. Ne, das ist alles so Uncharted, bis hin zu dieser Handbewegung. Dieses Klettern ist so krass Uncharted. Ja, und auch dieses, also diese Annäherung an ein Dark Souls Spielprinzip, ohne es dann natürlich komplett durchzuziehen, ist auch, finde ich, ist gelungen. Also ich finde, es ist durchweg nicht gelungen. Da habe ich schon deutlich schlechtere Star Wars Spiele gespielt, ernsthaft. Und ich habe sie, glaube ich, damals für unseren Game Down habe ich sie alle gespielt. Was? Jemand macht wieder hergestellt? Was ist so passiert? Ach, wie lustig. Wie hast du das gemacht? Ich glaube, der ist von alleine gestorben. Aus irgendeinem Grund. Was, echt? Und du hast dann die Punkte dafür bekommen. Das wird dir immer lächerlicher. Diese Tür bewegt sich nicht. Noch ein Stimm! Alter, ich komm nicht weg. Bitte, stimmt. Jetzt. Oh, 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 shit. Weißt du, was ich aber jetzt mal ganz ernsthaft glaube? Wir kommen hier nicht weiter. Nein, ernsthaft, weil ich nicht oben auf diesen Bogen komme, wo das Gelbe ist. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber war ich nicht zumindest fast da oben? Also so, vielleicht hätte man noch einen weiter höher hochgehen müssen. Was ich meine ist, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich denke nur, dass wir... Weil das ist das einzig Gelbe. Und das führt... Diesen Wurm hier, auf diesen... Aber du warst auch oben an diesem Grün, da warst du auch, war oder? Ich bei dem Grün? Na, aber da oben war ich. Siehst du, da war ich nämlich. Und da kommst du sicher irgendwie... Ja, wobei, so es ist schwer zu sagen, denn wir sehen es ja nicht so richtig. Ja, doch, das könnte klappen dann vielleicht. Aber sollten wir da nicht hinkommen, dann brauchen wir auf diesem Planeten aber auch nichts mehr machen. Ja, ja gut, wir können es noch einmal probieren. Dann. Okay. Der Chat sagt auch, da waren wir. Da muss ich mich mal konzentrieren jetzt hier. Sicherlich. Der Chat hätte auch sehr gerne, dass wir mehr parieren. Wir wissen das. Ist natürlich typisch Sekiro-Style mit dem Parieren. Meine Angst ist, zumindest bei so Schlägen von irgendeinem Monster, dass das schwer abzutimen ist. Also wann pariere ich denn? Bei einem Schlag, bei einem Schuss, weiß ich ungefähr. Aber dann kommt da dieser Schlag. Wann genau ist, dann probier es vielleicht jetzt mal aus. Aber überfall ihn von hinten, Nils. Schön rücksichtslos. Ja, guck dir es an. Das war gut, Nils. Energie. Hilf mir bitte! Wirf mir ein Stimm zu! Weil du, weil dein Charakter so einen blöden Poser-Move machen muss. Ey, ich schwing das Schwert erst nochmal rum, Gott, bevor ich dann. Das war wirklich nur deshalb. Einfach mal so. Eigentlich sollten die fechten. Die sollen stupp, tot. Nein, einmal ins Gesicht gestuppt mit dem Ding. Stupp, tot. Und jetzt? Stupp. Tut mir leid, es wäre halt langweilig. Aber es wäre halt, wenn ihr smart wärt, würdet ihr so kämpfen. Das weiß ich übrigens, weil in Fecht-Subreddits gibt es ganz viele, die so Showkämpfe machen zu Star Wars und sich dann aber auch immer darüber unterhalten, dass wenn man Star Wars richtig kämpfen würde, wäre es wie Fechten. Also mit Lichtschwertern, ne? Weil du einfach nur Stupp machst. So, ich hab mal, das war krass von Nils. Auf YouTube, da gab es, es gab mal einen so einen Film, dass der gilt als, das, als der realistischste, meist realistische. Alter, er läuft nicht! Alles ist gerade gut. Bitte rede und spiel weiter gleichzeitig. Der was?
Der realistischste? Bene, hier! Nils ist bei 100% Kapazität, da geht jetzt gerade gar nichts mehr. Mann, ich komme auch nicht an ihn ran, bevor... Hey, Bene! Ey, ich komme überhaupt nicht an ihn ran, er ist so schnell, ich block ihn zwar, aber die dumme... Ich hab's jetzt wirklich versucht mit Blocken, ja, und nicht dieses Ausweichen, einfach um's zu üben. Aber so. Das ist eine dumme Sau. Ganz ehrlich, der gibt einem links und rechts, man kann's nicht richtig blocken, und dann... Nein, im Chat wurde gesagt, kurz vor dem Schlag sollst du halt einfach blocken. Es wäre sehr einfach, sie haben sogar das Kappa-Symbol benutzt, Nils. Ja, ey, wir sind halt auch, das wisst ihr ja nicht, aber wir spielen auf einem der schwierigsten Schwierigkeitsgrade. Der Galaxis. So die Schnauze voll von diesem... Manchmal gibt's so einen, so ein... Nutze den Saft. Das war eine sehr gute Wahl, Leute, der Planet. Da habt ihr wirklich mal, habt ihr mal in die Folgen gegriffen. So, jetzt von hinten. Lauf! Oh, wie schön das Rückgrat direkt rausgezogen. Dass ihr überhaupt noch was macht. Kosten! Soll ich. Übernahme! Voranschlag! Soll ich. Nein! Ich die Regie weiß auch schon nicht mehr. Was soll sie machen? Die Scham ist so groß, sie muss uns entfernen aus dem Video. Ich möchte den schwarzen Balken über meinen Augen haben. Alter, der mich gerade nervt. Wir können auch wegfliegen. Wir waren einfach nie hier. Ja, das finde ich gut. Verloren, Nils und Simon einen Planeten haben. Ah, ist das alles dumm! So! Dumm! Alter, jedes Mal! Du dummes, verkacktes Vieh! Ich will eigentlich, weißt du, 50%, ich bin gespalten, sagen, okay, lauf einfach an die vorbei, Nils, lass es gut sein, dieses dumme Arschvieh hat's nicht verdient. Und das andere sagt, nee, ey, dieser Kotklumpen mit zwei Armen, der hat, alter Schwede, ey. Ich kann das verstehen, als ich ihn besiegt habe, war ich auch happy, dass ich gekämpft habe mit ihm. Das ist so geil, dass du ihn beim ersten Mal ohne auch nur einmal Schaden zu nehmen, und jetzt sitzt du da so in deinem fucking Sessel of Success. Und können wir doch nur diesen einen Moment, Nils. Bevor der nächste Minute. Sag mal, aber Nils, jetzt das machst du es aber absichtlich. Und? Gut. Schmutzvoll, ey. Block den jetzt nicht mehr. Ich weiche dem jetzt wieder aus. Naja, daran liegt's doch auch, dachte ich. Also der ist halt nicht so geeignet für Blocken. Ja, alle so, ich glaube, die Monster. Ja, aber lass die Leute reden. Blocken ist sicher besser bei einem Schwert. Aber nicht bei riesigen Krallen. Kannst nicht direkt den Konter. So. Energie. Und die Zwecke. Ja. Okay. Ich finde das sehr lustig. Ja, die bekämpfen sich gegenseitig. Super, ja. Macht gar nichts. Das Ding hat mehr Skill als du, Nils. Die Zwecke. Offensichtlich. Boah, jetzt wird die aber zerplatzt. Boah. Ja. Ja. Gut. Es ist mir egal, ob die Zecke die Hälfte gemacht hat. Das ist mir so scheißegal, die Dreckszecke, ey. Warte mal, geht's da hoch? Ist das vielleicht da, dieser Moment? Hier ist das ein. Oh, jetzt lass! Ich bin doch nicht mehr euretwegen hier! Fühl mich schwach, bitte. Muss hier auch wachsam sein die ganze Zeit. So, pass mal auf. So, hier ist. Das ist dieser Gang, den ich meinte, ne? Der dann am Ende, ganz am Ende hochführt, ja. Fresse, ey.
Und hier sind wir nämlich auch gewesen. Das heißt, du kommst hier rechts. Kommst du wahrscheinlich irgendwie wieder hoch. Ich ignoriere doch. Komm. Oh, was man hier mit einem Lichtschwertwurf mal alles machen könnte, ja, wenn man hätte, den Skill. Planet ist ein. Da, warte mal, geht's hoch? Ja. Nur wie? Nicht über die Wand laufen? Nee, ne, oder? Doch, oder? Das könnte klappen. Die andere vielleicht. Oder du kommst. Ach, ja. Ah. Oh. Nee, auch nicht. Kannst du. Alter, ernsthaft? Schau mal auf die andere Seite der Wand. Wie? Da? Ja, ob da was ist zum. Da links. Was? Na, ich wollte wissen, ob du halt auf der anderen Seite der Wand rennen kannst. Ach so. Oder hochklettern oder irgendwas, aber. Ja. Nee, sieht nicht so aus. Aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt richtig lächerlich. Ja. Das ist doch jetzt wirklich ein Witz, oder? Das ist halt, damit du siehst, da ist was. Ja, aber das ist doch die Stelle, an der ich durchbreche. Ja, was brauche ich denn für an die Entwickler schreiben? Da brauche ich halt irgendwas anderes wieder. Das ist so dumm. Jetzt ist mein Lichtschwert auf einmal nicht mehr gut genug dafür. Ich will jetzt wissen, wie ich da auf diese dummen Pfad komme. Bist doch auch da gewesen. Da hoch. Ja, du läufst schon richtig, genau. Du musst jetzt nur noch zurücklaufen. Hier, den halben Bogen. Ja, ich kann nichts mehr ab, ne? Ja. Hauptsache, ich habe irgendwelche Pflanzen gescannt. Ja, die Leute sagen, wir sind einfach zu schwach für den Planeten. Was mich aber wundert, ihr meintet ja, oder manche meinten, dass es hier ein Doppellichtschwert abzugreifen gäbe. Hau ab! Und das hätte ich schon. Jetzt bist du aber vielleicht wieder woanders hingesprungen, oder? Bist jetzt nicht. Jawohl. Oh, in der Ecke! In der Ecke! Ist die Zecke in der Ecke, ey! Eckenzecke. Ach. Hier, mach du nochmal. Soll ich? Ja, wenn du willst, kannst du nochmal. Also, ich sitz schon an, nein. Frage ist, wollen wir noch schnell woanders hinfliegen? Also, es ist so, wir haben euch ja gefragt. Der Planet, ey. Und ihr habt entschieden und deswegen sind wir hier hingeflogen. Aber wenn das halt vielleicht einfach dann Quatsch war und wir vielleicht auch getrollt wurden oder jemand dachte, wir sind besser, als wir tatsächlich uns herausgestellt haben, kann ja passieren. Fliegen wir vielleicht jetzt woanders hin? Das ist nur ein Vorschlag. Wir sind ja schon hier am Schiff. Guck, da kommt schon die Rampe ganz friedlich, nur für uns. Jetzt geh doch endlich hoch! Ja, aber dann will ich weiterspielen. Wenn du, ich dachte, du willst hier. Ja, du kannst doch gerne weiterspielen, aber dann such dir doch. Ich dachte, du wolltest jetzt hier nochmal. Nee. Dein Können beweisen, aber. Ja, aber auch in was denn? In Weg nicht finden? Oder was? Wo war jetzt hin? Ja, Hauptstory. Also, ja. Das wollten die Leute. Zeffo. 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 Los, auf nach Zeffo. Du musst gedrückt halten, glaube ich. Und dann mit X. Beep. Das hat mir gerade keinen Spaß gemacht, dieser Planet. Der Planet und ich, wir sind nicht miteinander cool geworden. Okay, aber er war schon eigentlich ganz cool. Ja, der war ganz cool. Du hast doch bei mir, als du dran warst, auch gut gemacht, erstaunlicherweise. Dieses Rumlaufen und so finde ich sehr angenehm. Diese Haxi und Brot sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas. Stim auf Bugano. Verstehen Sie? Stim und Doppelschwert auf Bugano. Es wird sicher kein Problem geben. Ich will mich hinsetzen. Ich möchte sitzen. Hierüber, Junge. Wir landen gleich. Ich mag unser Raumschiff. Ganz schick. Hat so einen unnötig langen der Aufbau. Irgendwas, der ist, für irgendwas ist das wichtig. Weiß nicht. Wahrscheinlich für die Berechnung eines rechtwinkligen Dreiecks. Ja, das ist ein perfektes. Ja.
Da sind wir wieder. Ach, der Planet war das. Vor uns liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Ich glaube an die Sache. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste? Eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Fliegt denn hier durch die Gegend? Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. So. Die Heimatwelt der Zepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. So, wie viele Sprachsamples gibt es denn? Empfangt ihr was? Nichts Neues. Es ist nur nach wie vor riskant. Wir haben wohl keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Aber die Menschen, die das Imperium zerstört und unterworfen hat, verlassen sich auf uns. Okay. Auf dich, Kerl. Ich weiß. Zum Glück habe ich euch als Verstärkung. Das hast du. Wir müssen uns unterstützen. Nur das führt zum Erfolg. Ja, ich gehe jetzt. Das ist mir zu viel. Das ist zu viel schwer im Bauch liegende Floskeln irgendwie. So, also Simon. Die große Zepho-Statue. Da müssen wir hin. Aber Mann, ey, wir waren halt auch schon an vielen Orten. Dieser Fahrstuhl führt uns ganz runter. Das ist Quatsch. Hier über diesen Weg da rein, oder? Das ist besser, ne? Ja. Guck mal. Lass uns mal versuchen, hier durch den Eingang zu gehen. Habt ihr Bewegung gesehen? Du Scheiße. Was? Die ganze Zeit sind da noch welche? Und sogar die richtig dicken. Scanner ausgefallen. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Kommst jetzt mal schön mit, mein Kumpel. Warte mal. Wenn du nur trainiert hättest. Das ist lustig. So, jetzt muss ich hier meditieren wahrscheinlich, um den zu aktivieren, ne? Dann kann ich aber auch eigentlich einmal kurz ausruhen für die Pass. Okay, jetzt mal ganz kurz checken, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, ne? Das sieht gut aus. Lol. Weißt du noch? Memory Lane. Mit Verdacht angreifen! Durchbrecht seine Verteidigung! Vorsichtig! Bleibt im Gleichgewicht! Greift ihn an! Schnell! Haltet genügend Abstand! Ich kann ihn besiegen! Oh, warte mal, die können wir doch jetzt wieder weg. Ja. Zurückbiegen. Nee, mehr geht nicht. Okay. Ah, warte. Oh, das ist. Wieso? Was denn? Ja, du hättest natürlich auch mit dem Aufzug runter und dann hoch, aber. Wir müssen da so lang. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus, wenn wir da jetzt rüberkommen. Nee, ist alles gut. Ich sag nur, es gibt mehrere Wege. Das ist alles, was ich meine. Aber mal gucken, also haben wir das hier schon mal gemacht? Nee. Ah doch, hier waren wir schon.
Vielleicht haben wir noch nicht alles gesammelt, ja, aber. Halt, halt, Eindringling! Geil. Sah lustig aus. Und dann rechts. Nee, darf ich ja nicht. Dup. Scheiße. Gott, warte mal. Ey, das ist die. Das ist nee, ich lache nicht über dich, ich lache einfach nur. Doch, ich lache über dich. Aber du läufst dafür doch sehr schnell und so gesehen den ganzen Weg. Alter. Nummer zwei hier. Hast du noch Erinnerungen an diese fantastische. Sehr gut. Ich bin nämlich nie runtergefallen. Nee, ich dachte, du willst nochmal. Ist den auch noch? Den Bocki? Erinnerst du dich noch an Bocki-Schmoggi? Ach, da hinten sind die. Ah, das sieht von hier auch schön aus. Die Stampfer. Ich bräuchte Hilfe, BD. Alter, wieso hat er das den X-Move nicht gemacht? Ich bin sicher, wir werden nicht bewegen. Wir müssen ihn aufhalten. Er bewegt sich. Scheiße. Das habe ich aber auch nicht. Du hast quasi. Eigentlich hätte die Rakete stehen bleiben müssen und er hätte aber nach hinten. Das ist ein bisschen zu viel. Das war echt lustig. Ah, nein. Ah, ich bin aus denen falsch gesprungen. Das wollte ich gar nicht. Warten Sie bitte. Fantastisch, die sich gegenseitig töten. Beschussbündel! Ich verstehe. Ganz ruhig! Feuerbündel! Das verstehe ich unter Bündeln. Eine Sekunde! Viele sagen, sollst du mal Y am Reifen. Ich brauche einen Stim, bitte. Nicht hinfallen. Okay, nochmal.
Der Jedi hat Schmerzen. Ja, ich hab ihn erwischt. Holt euch den Jedi. Los jetzt. So, nix jetzt. Ich hab ihn verfehlt. Ja, schön. So. Okay, Simon. Ich habe das Gefühl, da müssen wir hin. Wir sind auf einem guten Weg. Aber jetzt wäre es mal soweit für einen Kreis der Macht. Ah, ja. Sind die eigentlich markiert auf der Karte? Eine berechtigte Frage. Ja. Da, oder? Ist das einer? Da ist einer. Oh, sind wir nicht vorbei schon? Nö, da vorne kommt auch noch einer. Ja, da kommt, ja, da ist gleich einer. Okay. Wir gehen schon ein bisschen den längsten Weg, glaube ich. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Aber dann seht ihr wenigstens den Level nochmal. Das wolltet ihr, glaube ich. Ich brauche jetzt bitte mal schnell so einen Punkt. Ist hier einer? Ja, hier durch müsste einer sein. Oh ja. Okay. Yeah. Das war jetzt auch wirklich mal nötig. Ja, und an dieser Stelle können wir ja eigentlich im Prinzip dann auch... ja. Oh, wir haben einen Fähigkeitenpunkt sogar. Ja, die können wir jetzt ja fürs nächste Mal aufmachen. Oder willst du noch machen? Ach, nö, heben wir uns auf fürs nächste Mal. Ja. Einmal ganz kurz fürs nächste Mal, dass wir wissen, es ist, also der Weg war wirklich unglaublich lang, aber das ist halt einfach, diese Karte ist echt unübersichtlich. Aber wir, jetzt laufen wir eben wieder... Nee, wir wollten einmal upsafen. Okay, hier stimmt. Aber wir müssen eigentlich müssen wir jetzt hier weiter, und da lang dann. Da sind wir doch fast da. Ja, das geht doch da schnell. Ein Katzensprung. Da sind wir ja gleich. Da können wir so runternudeln hier. Ich habe noch einen guten Gag fürs Ende von Tremork. Ja. Til Schweiger macht einen Mandalorian-Spin-Off. Manda, Manda. Es sind eure Gags. Wenn sie scheiße sind, macht bessere. Ja, finde ich gut. Nee, ich fand ihn gut. Von mir kriegt er einen Daumen. Ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstagabend. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und auch jetzt dran bleibt und so weiter. Simon und ich sagen tschüss. We have spoken.